So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich esse noch ein Eis. Ich spiele eine kleine Runde Farming Simulator 19. Ein wenig Arbeiten und Fun. Dann später ein bisschen Fishing Planet und Battlefield 5. Nur jeweils so eine Stunde. Stunde 30, sowas nehmen wir. Ich muss das erstmal posten. Das Eis fertig essen. Hat sie ganz. Wow, haben wir fein gegessen. Gekocht hat sie. Morgen war ich nicht arbeiten. Weil sie ging. Da ging wieder. Heute geht es schon hier. Moin. So. Prost, ne? Heute geht, wie geht's? Aber noch mal zwei Updates. So, ich spiele heute mal ein bisschen mit dem Controller. Der hier. Hab neu gekauft. Schatzi hat auch einen. Ich habe jetzt auch einen. Und werde mal ein bisschen Controller, werde ich mal ein bisschen. Xbox Controller. Kostet sich alle Welt bei Libro 14,99. Tipptopp. Kann man damit spielen. Was geht eigentlich, ne? Entschuldigung, Martin Kühn, moin. Wohl, ich muss das Eis schnell fertig essen. Cola mit, keine Ahnung, Himbeer, oder hast du gesagt, Schatz? Sowas, ne? Schatz ist auch drin, aber vielleicht spielt es heute nicht. Muss aufpassen, sonst fällt es mal gleich runter. Anger Killer. Martin, kommst du es oder? Zur Zeit? So, bisschen Sound im Hintergrund. Wir gehen nämlich jetzt dreschen. Ich habe vorgespult auf den nächsten Tag. Die Ernte ist reif. Relativ. Ja. Haben wir. Warte. Haben wir, Digi? Ja. Hier noch was einstellen mit dem Timer hier, damit der nicht die ganze Zeit aufleuchtet. So, zack, zack und dann. Ich nehme meinen hier, den vorne hier, ne, den nehme ich so. Oh. Ah, Lordi, genau, Mann. Ich muss dir sagen, danke schön, dass du gesagt hast. Ich esse noch ein paar Cola-Dings. Ich habe nicht so viel Eis, ich habe gar viel gegessen. Ey. Eis, das. Haribo Killerfläschchen. Cola-Fläschchen. Jetzt haben wir mit dem Controller. Wollen wir das probieren? Ja? Hab Bock mal ein bisschen hier rumteilen. Hier kann man raufdrücken. Im Controller gibt es hier verschiedene Tasten hier. Hier drückst du außen, innen. Ja, Lenker, links, rechts gucken. Bis er zu ist, wieder von außen. Kannst du auch. Ja, hier. Zusammenklappen, glaube ich, ist. Das ist runterlassen. Diese Taste drücken und blau. Das ist zusammenklappen. Das ist auseinanderklappen. Grüne, also die Einzeltaste. Links oben. LB ist das, glaube ich, ja. Das ist runterlassen. Das ist Lupe. Diese Taste rechts LB und grün. Das ist Licht, rot, also LB und rot. Und das ist diese Taste vorne LB und blau ist Motor ein und aus. Und das ist Zommen hier, unter das hier. Ja. Also wenn man da mal drauf hat, ist das eigentlich relativ kurz. Ja. Da kann ich hier ganz gemütlich chillig mit euch zocken. Leute, wie geht's? Alles gut bei dir? So, was habe ich jetzt gesagt, was runter ist? Diese Taste. Und dann einschalten. Ah, das ist blau, ne? Das ist hochfahren.
Das ist wunderbar. Nice, läuft bei mir. Und dann setzen wir den Controller mal. Auch ganz lustig, denke ich mal. Läuft! Ja, mein Controller ist geil. Alex, mach ich doch. So, ich muss mal DS kommen, warte mal. Erstmal kurz da hier erstmal dieses Pudelmodel von diesem Controller mal einstellen. Hat auch ein DS rein. Ich muss da alles ein bisschen erst einstellen, sonst stört mich das ein bisschen. Ich muss alles hier seine Ordnung haben. Beim neu auspacken ist er ein bisschen so genutzelt noch. So, wo sind die Digis? Kommt der kleine rein oder ist schon drin? Connected. Das haben wir ja. Voidkill ist schon hier im Eingangsbereich. Hier. Channel switched. Runter. Buddy was moved to your channel. So, bin hier. Jupp. Kannst du ja runterladen unter dem Link, ne? Musst du mal einjoinen, dann siehst du ja gleich, was fehlt, ne? Voidkill. Ja, ja. Bin gerade dabei. Müssen wir spielst du Tastatur oder auch Controller? Tastatur. Ja, mein Controller ist auch ganz lustig. Man muss ja ein bisschen reinkommen. Tügel, Auto, Roblox-Fan ist hier. Moin, Angel Girl ist hier. Das ist der Lordi, ne? Ja, habe heute mein CPU-Kühler abgeholt und eingebaut. Welchen denn? Den 7er oder was hast du denn? Welchen? Ne? Ich wollte jetzt mal ein bisschen mit der Tastatur reinkommen. Das geht eigentlich relativ gut. Tastatur mit dem Controller reinkommen. Das geht relativ gut. Ich kann irgendwie grad nichts machen. Wie meinst du? Ah, jetzt, gut. Immer in der Ruhe liegt die Kraft, Digi. Erstmal alle Mods runterladen, wo noch fehlen. Wie siehst du? Oh, sind ja genug neue Mods. Ja, ein paar. Habt ihr die Map neu draufgepackt? Ja. Oh. Alles neu. Lade einfach alles runter, haus rein und. Ja, klar. Das ist am besten, dann hast du Ruhe, ne? Natürlich. Schatz, du musst ein paar Mal spielen. Mit dem Controller ist es eigentlich relativ fein. Da kannst du richtig so auf dem Tisch, kann ich das legen. Kann ich die Tastatur ein bisschen weg, kann ich schön chillig. Oh, das ist gut. Schau, Schatz. So. Kann ich voll entlasten. Dann fahren und kannst du alles drücken. Automatik geht auch, aber da kann ich immer noch die 3 drücken. Da weiß ich gerade nicht mehr die Tastenkombination beim Controller. Aber ich weiß, es geht, ne? Und wenn man das lang genug spielt mit dem Controller, dann kommt man auch rein. Die 75% Stärke jetzt beim Controller ist wie bei der Tastatur, denke ich mal, das finde ich okay so. Oder ich könnte ein bisschen. Nein, ich lasse es mal so. Da komme ich ja relativ gut klar. Dann machen wir ein bisschen LS19, ne, meine Lieben. Manuel ist auch hier. Moin, Digi. Warte mal, Controller spielen. Ich hab Bock drauf. Einfach chilling mit euch. Und später dann. What? Hier noch ein Baum gehängt. Später mache ich dann noch. Ich glaube, ein bisschen Fishing, mal gucken. Und Battlefield. Ich denke mal Battlefield und dann so zum Ausklingen. Dann noch. Fishing Blade mal gucken. Dazu mal, weil nachher gehen wir dann noch spazieren mit dem Hund, ne? Wenn sich gerade. Runterlässt wie Sau. Ich habe jetzt den auch geholt, weil für Schatzi habe ich auch einen Controller geholt. 14,99 kostet er. Ich habe jetzt, gerade wo ich dort unten war, die Boote zugedeckt habe. Mit Nylon 11 Stück habe ich noch zugedeckt in 3,5 Stunden. Das ist sehr schnell. Und dann habe ich gesagt, komm, gehe ich gerade beim Libro auch noch einen Controller holen, weil ich einfach Bock drauf hatte, einmal jetzt mit dem Controller auch zu spielen. Ich finde es eigentlich auch ganz. So gemütlich. Ne, Voidkit? Ich habe ja früher auch mit dem Controller gespielt, aber der ist ja irgendwann kaputt gegangen. Jetzt habe ich keinen mehr. Ist schön. Ja, der kostet 14,99 bei Libro. Bei uns gibt es, glaube ich, so einen Shop gar nicht. Wenn du es jetzt in der Nähe gehabt, dann hätte ich dir einen gegeben. So, einer, der ja, da. Siehst du den? Xbox, der kostet viel. 14,99. Libro gibt's bei euch nicht.
Aber wahrscheinlich auf Amazon, aber ich brauche gerade keinen Controller. Ach, der ist der günstige, aber der ist okay. Man braucht nicht so euren Schnickschnack für 50, 60 Euro. Das, man kann mit dem arbeiten, ne? Ich kann ja alles drücken, rein, raus. Haben wir hier alles Sojabohnen? Martin, moin! Moin! Hallo! Ne? Ich dachte so, hast du neu gestartet den Server? Ich dachte, hä, wo ist der Server? Dann habe ich dir gleich geschrieben. Was war? Weiß ich nicht. Das hatte ich schon mal gehabt. Komisch. Weiß nicht, ob das ich habe eingestellt bei mir, dass er zwischen Club 5 Uhr und 6 Uhr einen Neustart machen soll. Ja. Und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Weil er muss natürlich prüfen, wenn einer drauf ist, dann kann er es nicht machen. Ich weiß nicht, ob er dann diesen Blödsinn macht. Weiß ich nicht. Okay. Oh, ich bin jetzt ein bisschen im Abwehren, habe keinen Bock dazu gehabt. Morgen früh waren wir so elendig schwindelig, ja. Weil ein bisschen Kreislaufprobleme hatte ich, keine Ahnung warum. Ganz komisch. Da bin ich nicht arbeiten, dann habe ich Movie geschrieben, ich komme dann um Mittag oder so oder um 10. Also, und dann habe ich aber geschlafen, das hat mir eigentlich gut getan. Und dann gleich voll drauf. Alter, ey. Hast du schon mal Jacken? Jacken, genau. Jachten? Hm? Warst du schon mal auf Yachten? So. Klar, wir haben nur so Yachten. Segelboote, Yachten, Motorboote. Alles Mögliche schon. Hm. Nicht. Achtung Leute, ich join. Ne? Wie mache ich nochmal hoch? Diese Taste und das, ja. Also links LB und blau ist hoch. Okay. Muss ich Schatz hier noch zeigen. Links und blau, wenn du fährst, ist hoch. Okay. Nichts schon herausgefunden. Dann warte ich dabei. So. Schön. Spielt die Dani jetzt auch mit? Ja, Dani spielt auch mit. Sie liegt aber jetzt im Bett, chillt ein bisschen ihre Base. Gegen Hugo. Zum Wohl, Martin. Zum Wohl, Leute. Danke fürs Reinschauen. Danke fürs Dabeisein. Weit gekommen, oder? Ich glaube, Schatzi spielt. Nein? Candy Crash? Jetzt mit dem Kabel, Schatzi. Kannst du schon ein bisschen rüberziehen? Geht schon, ne? Ah! Haribo macht Kinder froh. Und den Void Kid ebenso. Ich hab ne Cola-Flasche in der Hand. Die hau ich mir jetzt rein. Lecker. Beste? Haribo Cola-Flaschen? Happy Cola? Dieser Stream enthält Produktplatzierungen. Martin, kommst du auch rein? Ja, gleich. Das ist jetzt angehört. Das ist der Kühler, Tom, also der Link. Der Kühler? Ja, der ist ziemlich schön. Muss ich sagen. Oh, sehr schön, ja. Und welchen Prozessor hast du drin? Das vom Lordi, der Kühler. Schön leuchtet er. Schön leuchtet er. Schön leuchtet er. Wer ist da? Achim, würde ich sagen. Achim, moin. Dein Test ist ja. Hi, Alex. Der leuchtet schön. Hast du leuchtet? Mm-mm. Der Kühler vom Lordi. So, Martin kommt auch rein, ne? Ja, erstmal muss ich was gucken hier. Ist das immer noch Void Kit? Achso, jetzt muss ich nochmal laden, die neuen Modes, ne? Das lädt wahrscheinlich, aber jetzt geht. Ja, jetzt bist du schon drin. Ja, läuft schon, Digi. Martin, gehst du angeln? Willst du bei mir helfen? Ich will meine Punkte holen nur. Void Kit? Also. Ja, klar. Du musst da täglich raufgehen. Also, wenn er mir helfen will, nur Lohner-Status geben, ne? Haben wir gesagt, ja? Beim Alex, ne? Ja. Ne, es ist ein Farmmanager. Ja, es ist ein Farmmanager, das reicht. Ja, kann ich nur das. Kannst du dir einen Drescher schnappen oder kannst du den roten LKW bringen? Ich bin ja hier am Dreschen, ne? Ja, dann bringe ich den roten LKW her. Mhm. Und dann füllen, ne? Ja. Wir haben auch aufgeräumteren Hof. Mhm. Oh. Ich muss ja erstmal, sorry Leute, ich muss ja erstmal meinen Livestream, hä, wieso ist denn der nicht da?
E-Mail-Chatbot habe ich diesmal nicht vergessen, aber meinen Livestream anzuzeigen. Rechte Seite habe ich vergessen. Läuft bei mir, Martin? Skandalös. Aber voll. Oh. Hm? Ich sehe hier keinen roten LKW. Ah, einen roten Hänger. Achso. Sorry. Habe ich roten LKW gesagt? Ja. Muss ja. Verzeihen, ich werde alt, Digga. Und sind die Drogen? Noch gerade irgendein Trecker. Und das ja. Sind genug Traktoren. Dann nehme ich aber den da. Das sind genug Traktoren. Du bist angemeldet. Alex? Bei mir, ja. Fahrmanager bei mir. Ja, hm? Bei ja, den roten, genau. Und du kannst die FPS auch verbessern, indem du V-Sync raus machst und die Kantenklettung raus, ne? Hab ich. Mhm, hast du? Sehr gut. Ja, guter Trick, ne? Ich beides. Mhm. Ich meine, auf welchem Hof ist angemeldet? Bei mir. Nee, wir hatten gesagt, auf dem Hof kommen nur die Hofbesitzer. Ja. Alles andere in LU. Ja, ich kann keine Lohnstatus geben dem. Alex muss in den LU-Hof. Achso, du musst... Ah, genau, Alex, genau. Wir haben ja gesagt, du bist am Helfen. Du musst in den... LU. LU-Hof. Lohnunternehmer. Dann muss ich Farmage genau entlassen, kurz. Nee. Wo ist LU? In welchem? LU. Geh mal den Hof auffahren und dann siehst du dann LU. Musst du rechts klicken, weiter. Lohnunternehmen musst du rein, den roten. Achso, Lohnunternehmen, ja. Mhm. Gehst du rein, dann gebe ich dir... Bin drin. Lohne. Ah, bist du schon, hast schon Lohne. Ich komm rein. Hab keinen. Ich kann nicht in den Ding. Warte mal, was? Mach nochmal. Ich komm rein. Aber ich könnte einen Farmmanager einstellen eigentlich, oder? Also ich hab dir jetzt Lohne gegeben. Jetzt geht's. Alex. Es geht nicht bei mir. Also ich kann nicht in den Traktor einsteigen. Bist du beim richtigen Traktor? Ich bin bei so einem Fendt. Ah, geh in ein Glas rein. Dann bin ich gerade gefahren. Na, den Fendt ist Markus seine. Fendt ist Markus seine. So, muss ja, ein Glas nehmen. Jetzt kann ich ihn nicht mehr benutzen. Jetzt kann ich ihn nicht wegfahren. Hm? Egal, lass nur. Ja, da mach ich. Hm, warte, gebt dir kurz Fahrmanager. Kannst du wegfahren jetzt. Jetzt geht's, Alex, oder? Nein, warte, ich komm kurz noch mal in den Hof rein von dir. Ja. Ja. Genau. Dann fahr ich. Dann lass ich den Hänger hier. Genau, nimmst den Glas, ne? Ah. Nimmst gemütlich den Glas. Komm, der Martin kommt noch rein. Hm? Der Digi. Magst du auch ein Cola-Fläschchen, Schatz? Hm. Wo ist Jenny? Ist jetzt auf diesem Server? Wie viele Höhe haben wir? Weinhof, Kuhhof, Altkuhhof, 9, Schaf, Agroskultur, LU, Bank, 7. Ja. Passt. Synchronisiere Daten. Schön. Ist halt LS, ne, meine Lieben. Hm. Markus T. ist auch im Start. Moin, Digi. Hoch die Hände. Moin, Markus. Wochenende. Richtig. Ist jetzt alles nicht mehr so eingeengt. Das finde ich jetzt viel besser. Hm. Finde mir auch besser. Deswegen haben wir es so gemacht, ne, dass wir da ein bisschen einen kleinen Durchblick haben, ne. Oh, synchronisiert aber jetzt ein bisschen, ne? Mhm. Wahrscheinlich wegen den Mods. Nein. Sondern es wegen den ganzen Geräten auf dem Dings. Ich weiß nicht, warum alle mitdenken, ich kann 50 Mods drauf und kann ein Mod drauf und es ist scheißegal, es hat nichts mit dem Synchronisieren. Keine Ahnung, das hat mir David gesagt. Ja, David hat auch keine Ahnung. Du musst einfach nur überlegen, wenn eine Karte leer ist am Anfang, ist klar, was soll er dann berechnen? Warum soll er dann gucken? Was hat Spieler 1, was hat Spieler 2, was hat Spieler 3? Das ist Blödsinn. Ja. Weißt du, mit dieses halbgare Wissen, das kotzt mich an. Mhm. Ganz ehrlich. Der muss alles raufladen. Alles, was oben ist, lädt er rauf. Ne? Muss er checken. Und deswegen geht es dann ein bisschen länger mit der Synchronisation. Am Anfang, boom, zack, rein. Ne? 5 Sekunden zählen. Kann die ganze Map mit 50 Traktoren von Firma Fendt vom Spiel, original, auf der Karte vollballern. Dann lädt er genauso lange. Mhm.
aber das sind Leute, die einfach keine Ahnung haben, wenn man ihren Mund aufreißen, dann irgendwelchen Leuten dann irgendwelche Gerätschaften irgendwo hinstellen, mitten auf der Map. Also da, auf solche Leute habe ich keinen Bock. Mhm. Gleich eins aufs Maul her. Verdammte Scheiße nochmal hier. Ist ja wahr, oder, Martin? Wir haben ja gesagt, jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumt, jetzt haben wir schön, FPS ist gut, zwischen 50, 60, 40 FPS. Das ist okay. Da kann man, kannst ruhig rechts ranstellen. Kannst du ja dann gleich noch einen Drescher holen. Na, nicht hier rein. Am Weg, einfach am Weg da drüben. Beim Betonik, ja. Stellst ihn hin, wo ich dann abladen kann. Und dann kannst du einen Drescher holen und kannst mir helfen, wenn du willst, wo es geht. Ja, ich helfe dir dann gleich. Mhm. Kannst du einen schönen Drescher holen. Und dann singen wir das Lied. Ja, wer dreschert denn so spät noch am Drescherloch? Es ist Voidkid mit dem Drescher und er dreschert noch. Drescher, 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 Drescherloch. Ne? Ne? Ja. Ich war mal auf dem Sojafeld, da hatte ich richtig Spaß. Da kam der Voidkid vorbei und tritt mir in den Arsch. Und dann kam der Martin Kühn dazu und sagte, Kruzifix, ich hau euch ein in die Gosch und mache nix. Wir müssen erst die Nippel durch die Lasche ziehen. Dann ernten wir jetzt hier ein bisschen Sojabohnen ab. Sojabohnen ab, geile Sojabohnen ab. Ich habe da ein bisschen vorgespult, Martin, ne? Ich konnte aber nicht schlafen. Also ich war mit Dani eingeloggt, damit die annimmt, ne? Aber alleine, wenn ich alleine um bin, ich hier schlafen, nimmt das an? Nee, oder? Wenn ich jetzt vorspulen möchte auf einmal, auf morgen früh oder sonst was. Geht nicht, glaube ich, ne? Müssen alle Spieler zustimmen. Ja, ja, aber wenn ich alleine bin, dann kann ich mir selber zustimmen, ne? Ja. Wenn Dani dann drin ist, muss ich bei ihr beim Laptop zu. Ja, genau, das wollte ich ja mal ausprobieren, ne? Wir müssen erst die Nippel. So, warte mal, wie mache ich hoch? Nee, das ist raus. So, oder? Ja. Ah! Hat sie, das musst du lernen, hier, das hochmachen. Hier mit dem Ding dann, wenn du willst. So. Und dann, zack. Ja, läuft. Finde ich gut. Finde ich gut. So, meine lieben Freunde, wir ernten ein bisschen Sojabohnen ab, wie man unschwer erkennen kann. Vielleicht kommt der Mr. Russische. Wie ist Englisch für German? Was? Wo? Ah. Ich glaube, das ist ein Grieche, oder? Anton, oder Russisch? Also Russe? Wie sie hier, es ist German speak in English speak, no problem. In Russisch, a little bit problem for me and my peoples. You know? Give me the beat. Kalinka, 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 Maya. Kalinka, 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 Maya. Kalinka, 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 Maya. Kalinka, 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 Maya. A little bit funny, ne? Markus. Hab ich ein bisschen Werbung für deinen Stream? Ja! Was? Wo? Wenn? Wie? Ah, ja, genau. Guck, guck, guck. Lass laufen, ne? Gibt alles Money. Ja, was immer. Immer. Sehr gut. Ach, wenn das alle machen würden. Einfach so sagen, ich lasse jetzt einfach die Werbung laufen. Die Minute habe ich Zeit, 2 Minuten, ne? Damit ich ein paar Cent verdiene, ne? Von der Werbung. Ist nicht viel, aber ganz wenig, ne? Martin, ganz klitzeklein wenig. Klein Vieh macht Mist. Richtig. Kann dich ohne Geld zu borken. Nur mit Zeit. Ja. Jojo, dat. Oh, das ist definitiv ein Russe. Oder ein Pole. Das ist die Definition. Die Definition. Die Definition von Fett. Das war jetzt Peiminge. Achim, Alter, das war jetzt Timing. Wie geil war das? Jojo. Ja. Professor, mein dicker Chentom Hände Hochwochenende. Ah, das ist Bass, das Video. Dankeschön für 5 Euro. das war damals noch nicht schon, ne? Ja.
Aha. Playback, ne? Ja. Dankeschön, Achim. Bitte, bitte. Oh, das ist ein bisschen leise, ne? Das Video ist leise oder habe ich leise gestellt? Ich habe keine. Hm? Schöne Jacke. Krieg ich so eine Jacke, Achim, wie der hat? Wer ist der Sänger? Wie heißt der nochmal? Musst du Dani fragen. Wie heißt das, der Sänger von Razy? Hol mir meinen Traktor ab. Achim wird laufen lassen. Dankeschön für 5 Euro, Digi. Aber wie das... Wolfgang Fierig. Wolfgang Fierig, genau. Wie das gepasst hat, hey, ich gerade so am Singen, boom, fertig, Punkt, und dann kommt die Spende rein. Dankeschön, Digi, 5 Euro. Beste. Ah, da war gut. Razy, ich hole die mit meinem Traktor. Warum ist das so leise? Oder? Oh, ich bin voll. Ja, Dani. Wo ist denn der Traktor? Da hinten. Ah, ja. Nein. So, ausklappen. Warte mal. Nein, lass es runter. Nein. Nein. Das ist aus. Ich möchte das so lernen. Das ist Licht. Warte mal, zusammenklappen. Hä? Ah, warte mal. Warte mal, beide drücken. Ah, beide drücken und grün ist Automatik. Aber beim Controller, wie tue ich raus? Das ist runter. Wo ist die Taste zum Rausklappen? Ne? Okay, dann machen wir es halt mit dem Ding. Weiß gerade nicht, wo die ist. Egal. Musst du arbeiten. Ja, ich probiere gerade mit dem Controller. Weißt du, ich spiele mit dem Controller, Achim. Möchte ich gerne, ja. Dankeschön für 5 Euro, Digi. Beste, dankeschön fürs Video. Und ich habe nur meine Hühner zum Gessen. Oh, läuft bei dir, dankeschön. Einen guten natürlich, ne? Isst deine Hühnersuppe und spende mir 5 Euro. Das ist ja wohl lieb. Ach, ich habe ja 5 Euro gespendet. Und hat das Video reingemacht. Razy, ich hole die mit meinem Traktor ab. Ist ja auch in der WhatsApp-Gruppe, das Lied. Und dann spiele ich Mundharmonika. Wenn romantisch, Sommer, ja, ah. Bom, 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 bom. Und wie geht's Dani? Dani geht's gut, ne, Schatzi? Geht dir gut, glaube ich. Ich finde das voll easy mit dem Controller. Geht echt gut mit dem Controller. Er reagiert. Mir ist jetzt aufgefallen, dass man diese Mähmaschine vorne bewegen kann, dass sie irgendwie auf dem Boden liegt oder weiter oben ist. Wie meinst du? Was? So wie diese Forstmaschinenarme. Die kann man auch so bewegen. Was kann man bewegen? Diese, guck mal, siehst du bei mir, das ist ganz unten. Rote Teil, was sich dreht. Das ist bei mir ganz unten, das kann man sogar bewegen. Welches rote Teil? Was meinst du? Das vorne, dieses Kurbelnde. Zum Drehen, ja. Und wie dreht man das? Wie geht das runter? So, auf PC ist es mit Mausklick. Wie Mausklick? Einfach Mausklick und dann in die jeweilige Richtung bewegen. Guck, ich kann das Weiter runter und so, genau. Ja, guck, ich kann es weiter. Was ist da besser? Was ist besser? Weiter unten, weiter unten? Hä? Das wusste ich gar nicht, Martin. Guck. Mit der Maus und Schieben kann man es runter und vor bewegen. Hä? Was denn? Ja, diese Dreh, guck. Wenn ich mit der Maus Linksklick mache und dann zurückschiebe oder vorschiebe, ist es höher oder niedriger? Was ist das gut? Warte mal, ich muss es erstmal YouTuber machen hier. Ja, die Drehding von Klaas, ne? Hallo, Down Abo hast du. Dankeschön, Jan Niklas 2002. Dankeschön. Guck mal da, Martin. Keine Ahnung, kannst du mehr reinholen? Wenn man es höher hat. Ja. Meinst du? Ahnung. Nee. Hat doch mit dem Stroh zu tun oder was? Nee. Ich weiß es nicht. Das ist mir jetzt ein Rätsel. Tue ich es nochmal runter, warte mal. Warte, geht. Oh, tue ich es runter. Schau mal, Schatz. Wenn du die Maus klickst. Links, guck mal. Dann hoch, kannst du das hoch? Kannst du das hoch machen, guck? Ja? Nee, reinschieben, nee. Ja, doch, man kann es sogar näher ranschieben. Ah ja, ranschieben und rausschieben kannst du auch. Hä? Ist auch neu, ne? Keine Ahnung. Wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt, ne? Das wusste ich erst jetzt. Dafür, was das gut ist.
Okay. Ich lasse es einfach mal so. Ja. Müsste ich mal lesen, für was es gut ist, ne? Der Jan Niklas ist hier und meine Unterstützung hast du auch. Dankeschön. Vielen Dank. Jan für die Niklas, Blumen. Das ist für den Einzug. Dann verstopft er nicht so schnell und er packt schneller die Ähren. Das ist für den Einzug. Keine Ahnung. Dann verstopft er nicht so schnell. Warte mal, mach ich mal ein bisschen höher, ne? Ah, okay. Alles klar. Wieder was gelernt, ne? Man verstopft. Okay, wusste ich jetzt gar nicht, dass es wieder was Neues. Ich glaube, Martin wusste es auch noch nicht. Ah, in echt. Na gut, Wolkit. Ich habe das noch gar nicht so studiert eigentlich, dass das geht. Okay, das, ne? Hat der Jan Niklas gesagt, nicht ich. Also in echt, ja, in echt, ja. Im Spiel, ob das jetzt einen Vorteil oder einen Nachteil hat, weiß man jetzt auch nicht, ne? Im Spiel in echt ist es ja so, dass nicht verstopft. Ja, dass er höher ist, ja, wenn es ein bisschen dick ist, alles klar. Im Spiel ist es ja nicht verstopft. Hm. Es kann gar nicht verstopfen im Spiel, glaube ich. Ja. So, und dann auf die andere Seite rüber, ne? Warte mal, ich probiere mal hier. Aber mit der Tastatur links LB und blau, ne, ist die, ist es runterlassen und das ist gut. Und beide in rot ist automatisch. Also guck, wenn ich jetzt hier, ne, habe ich den Controller. Jetzt mache ich, drücke ich beide und rot und dann fährt er von alleine. Und beide und rot oder nur bremsen ist dann wieder weg. Jetzt fährt automatisch. Mhm. Also mit dem Controller, ne? Bin heute mal ein bisschen mit dem Controller dran, damit die Leute auch wissen nicht, dass ich mit der Tastatur hier rumfummel. Normal ist es ja, fahre ich mit der Tastatur. Martin fährt ja mit dem Lenkrad. Und der Voidkit und ich dreschen hier jetzt mal die Sojabohnen ab. Ganz klassisch, ne? Drück mal 8 in der rechten Positionstaste bei der Tastatur, wenn du fährst. Also ganz rechts die A. Was ist das für? Drück mal, dann guckst du direkt nach hinten. Hast gesehen? Und wieder 8, bist du wieder vorne. Cool, ne? Mhm. Hat der Martin mir gesagt. Martin ist einfach der Beste. Geht's bei dir auch, oder? Mit der 8, oder? Ja. Ja, klar. Weißt du, wir haben jetzt gesagt, die, wo nicht einen Hof haben oder so, die helfen uns halt in Lohnunternehmen, ne? Ja. Ist besser, sonst hat jeder da einen Hof und der hat einen Hof und reicht ja, wenn der Martin einen Hof hat und ich weiß nicht, ob David eigentlich einen Hof hat. Es geht ja darum eigentlich, dass viele kommen ja nicht wirklich immer. Mhm. Das ist nur, wenn gestreamt wird und das ist Blödsinn, wenn die sich einen Hof holen. Mhm. Und dann Gelände, sag ich mal auf Deutsch gesagt, irgendwo besetzen und das dann nicht mehr arbeiten. Ja. Aber gestern haben wir richtig schön schnell abgearbeitet, du, ne? Das Ding doch. Ich fahr gern mal auch von innen. Wenn man das auch so ein bisschen sieht, ne? Jetzt dreschen wir ein bisschen ab und dann einbesamen, ne? Gucken wir mal. Ich spiele heute noch ein bisschen Battlefield, hab Bock drauf. Spiel macht derzeit richtig Bock, muss ich sagen. Ja, ich muss ja auch ein bisschen trainieren, muss ja ein bisschen reinkommen, das Ganze. Hm? Niklas, woher kommst du? Jan Niklas, und wie alt? 2002 geboren, oder? Nee. Der ist bei Thorsten. Bei Thorsten? Ja. Dann kennst du ihn? Ja, ich kenne ihn. Ah, okay. Hast du ihn mir rübergeschickt? Nein, da, der Thorsten. Der Thorsten ist schuld. Ja. Dankeschön. Ja, immer alles her, ne? Mal gucken will. Geht sich aus, Voidkit. Geht sich aus. Fahr du nur gerade, so wie du fährst, ne? Ich mach das. Nee, nee, fahr nur. Bleib nur. Okay. Das geht sich aus. Wir dürfen uns nicht hängen bleiben. Und? Ja. Jawohl, Digi. Ja, wie mit Markus Cedo. Perfekt. Ja, mehr als perfekt. Ich finde das super mit dem Controller. Der reagiert doch richtig schön drauf. Ist er mit Kabel, ja, ne? Ja, mit USB. Ja, mein PC hat eh kein Bluetooth. Von daher.
Nein, ich habe es auf YouTube gefunden, schreibt er. Du bist 17. Ja, wie meine Tochter. Ich dachte mir noch. 2002. Meine Tochter auch geboren. Cool, ne? Der Jan Niklas ist gleich alt wie meine Tochter. Wann bist du geboren, genau? Meine Tochter 27.01.2002. So, da drüben ist auch noch Soja, ne? War das Feld auch noch? Mhm. Aber ist das unseres? Muss jetzt gerade mal gucken. In der Gegend ist alles unseres? 43, 33. Nee, da unten ist auch noch Dings, Joel. Ah, das ist alles Sojabohnen. Also 44 haben wir abgeerntet. 43, 33. Können wir auch noch abernten, ne? Ja. Ich würde da sogar sagen, dass wir beide Felder gleichzeitig machen. Mhm. Also, dass du komplett durchfährst, weil da ist ja nur so eine ganz kleine Lücke. Ja. Ich wollte nur eine machen, weil ich dachte, ich mache nur eine oder so, ne? Ah, Thorsten ist auch hier. Jetzt ist Thorsten hier. DE2DRF. DE2DRF. Der DR2DRF. Ne, warte mal. DE2DRF. Pink ist dann Dani, oder? Oder bitte? Wer? Was? Pink. Pink? Oh. Ja, sie steht schon drin. Ich hab's reingeladen. Das ist wohl. Ach so. Nee, Schatzi ist bei mir. Die ist bei mir am Arbeiten. Was mache ich denn? Egal, ich hol's. Hol's doch. Ja, ich hänge am Baum hier. Oh, da haben wir aber ein großes Feld drüben. Mhm. Ein Controller ist gut. Ich finde das lustig. So was anderes. Kann ich mich da ein bisschen relaxen. Aber da rechts das Feld drüben, da sitzt man bestimmt eine Stunde dran. Nein, es geht eigentlich. Zum zweit oder. Das ist ja Titel so lang wie so ein metrischer Teil. Unser Feld? Nee, geht eigentlich. Nee, das ist rechts. Rechts? Ja, irgendwas ist ein aber das ist nicht unseres. Du würdest eigentlich weggrubbern. Okay, vielleicht ein bisschen abwerten. Hallo. 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 Ja, Niklas. Hallo. Wer ist da? Der Niklas. Der Niklas? Ja? Ja. Ah, hast du vom Achim bekommen? Oder vom Thorsten? Ja. Nein, von mir. Du bist der Niklas, wo Jan Niklas, ne? 2002. Genau. Wann bist du geboren? Am 2. Oktober. 2. Oktober? Ah, okay. Dann ist meine Tochter älter. Hey, diesen Januar. Okay. 2002. Also 27.01. Ja, das war nicht schlecht. Ja, hab ich gerade gedacht. Ja, ich hab beim Du hast mich bei YouTube gefunden, oder? Ich habe einfach LS19 eingegeben. Ich stöber gerne mal als Giants-Partner. Und du hast mich vorher noch gar nie gesehen? Echt nicht? Nee. Da war jetzt Zufall, ne? Ja, ich hab geguckt, ist auch gut, das war ein Abo da. Weil bei mir ist das so, wer mir gefällt, kriegt sofort ein Abo. Ja, so geht's mir auch, ne? Wer mir gefällt, auf Wiedersehen. Ne? Ich gefalle den Niklas, Schatzi. Ja, das ist auch gut. Und wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Ja. Das ist gut, das ist gut. Ich schick euch mal meine Cheeseburg IP, dann könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ja, schickt mal rein, ne? In den Chat. Also vom Achim hat die jetzt die DS-Daten gegeben, ne? Ich schick Achim mal die schnell, ne? Ja, der Achim kennt dich ja. Ich bin der Teamspeak-Techniker. Ja, der Teamspeak-Techniker ist für das zuständig. Wenn ihr Fragen am Scheiß haben solltet, einfach mir Bescheid sagen. Ja. Wo bist du? Schleswig-Holstein, ne? Ja. Ah, okay, cool. Hey, wake up. Aus dem Norddeutschen, wenn ich euch was sage, Fehmann. Ja, meine Freundin kommt ja aus Hannover, ne? Ist ja hier jetzt heute, ja. Aus Mellendorf. Ja, ich komme nicht ums Eck. Oh, Kid, ich hänge hier hinten.
Mein Rohr hängt am Baum. Mann, nö. Aber wie gesagt, wenn mein YouTuber gefällt oder so, ich bin auch gerne für Partnerschaft immer offen. Ja, danke schön. Gerne zu haben. Oh, ja? Mal zusammen Zwiebel gerne. Ja, klar. Insgesamt habe ich auch 4 LS-Server. Also okay. Okay. Ja, wir haben ja jetzt den hier. Wir spielen ja da nur in Geiselsberg. Na, da ist der Martin da zuständig. Er hat uns den Server zur Verfügung gestellt und ja, wir geben immer ein bisschen was ab. Ne? Kostet im Jahr, glaube ich, so 90 Euro oder so. Glaube ich. Mhm. Nach 70, dann werden sie alle neidisch. Bitte was? Nach 70, dann werden sie alle neidisch. Hat nur 70 kostet im Jahr? Nein. Haben wir geschenkt, gesponsert bekommen. Ja, und ich meine auch gesponsert von Gibote. Ja. Die anderen muss ich leider bezahlen. Ja, echt? Würde ich auch noch herkriegen, ne? Ja, das wäre nicht schlecht. Schreib den mal, Martin. Mach ein bisschen Werbung auf YouTube, wo man so kriegen. Na, ich meine, es reicht doch, wenn sie uns 120 Euro im Jahr zahlen, oder nicht? Das ist ein gutes Angebot. Also bei Gibote kriege ich einen Server am Samstag mit 16 Slots und den Rest, den zahle ich dann halt selbst. Okay. Aus der Tasche. Dafür habe ich ja diese Spendenfunktion, was du auch hast. Ja, hast du auch. Ah, du streamst auch, oder wie? Ja. Ab okay. Fast 2100 Abonnenten. Okay. Ach, die Abos sind mir nicht wichtig. Ich stehe so, ich habe da nicht. Ich mach das aus Hobby. Ja, ich auch. Bei mir muss das einfach stimmen, die Leute müssen stimmen. Ja. Bei mir ist das so, wer Zeit hat, hat Zeit und wer keine Zeit hat, hat keine Zeit. Ja. Und ich wollte halt YouTube machen, weil es mir aufgefallen ist, dass sehr viele YouTuber halt nicht auf die Community drauf eingehen und das finde ich sehr schade. Oder auch, dass man da irgendwie Bewerbung schreiben muss, was für Quatschkram. Nein, bei mir ist alles offen hier. Das ist ja. Ich suche da rein spontan und das ist für mich alles ein Test gewesen. Der fliegt. Das ist ein G-Speak so bei mir und genau. Das ist auch mein letzter Server nicht anders. Genau, ja. Ja. Das sind haben ja auch kein... schon den einen oder anderen Stress durch mit Community-Mitgliedern. Jetzt ach, Digi, kannst du mir glauben, nee, alles. Ich stream schon seit 2 Jahren. But... Ich auch. Guck mal, geht's auch seit 2 Jahren. Ja, 2017, angefangen 1. Februar und ganz chillig und. Genau, und weißt du, ich angefangen habe, 27. Januar 2017. Was? Nee. Ja. Wenn 27. Januar 2017 und ich am 1. Februar. Ja. Das ist ja Zufall. Das ist ja wohl Zufall. Da warst du 15, ne? Ja. Wahnsinn. Und ich war 46. Ich bin 48 jetzt. Ja. 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 Gut erhalten, ne, Martin? Was ist 42. Die Süße. Ja, so gesagt, wenn ihr mal Fragen haben solltet. Bett und chillt ihre Base. Na, dann sag mir Bescheid, denn ich bin mit Giants in Kontakt. Jo, ich war bei dir gerade drüben, Jan. Sehr gut. Ja, jetzt, ich spiele jetzt kleine Runde LS noch. Ein bisschen, so Stunde 30, vielleicht Stunde. Und dann mache ich nochmal Battlefield 5. Müssen wir mal gucken, dass wir die Tage dann mal zusammen streamen oder so, mal was zusammen machen. Boah, können wir mal machen, ja. Muss mal gucken. Ich mache immer spontan, weißt du. Ich mache dann einfach einen Stream und. Ja, schmeiß die Hütte an und dann fertig ist. Genau, ich mache da nicht irgendwie auf. Wir haben mal zusammen, man muss die, wo kommen, kommen. Die, wo gehen, gehen. Und die, wo bleiben, bleiben. Und so ist es halt, ne? Ganz wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Ist so. Muss da nicht betteln oder so drum, oder? Nee. Oder Abo gegen Abo, aber Fortnite spielen du ja auch nicht. Du spielst Fortnite? Nee. Ich hab's mal gespielt, aber auch nicht mehr. Jetzt geht mal auf den Piss. Immer der Speicherplatz ist voll, ne? Ja? Das ist zum Kotzen. Wieso das? Auch das so ja, viel, oder? Das ist so, bei Fortnite ist das so, du lädst es runter, das sind, ich weiß nicht, ich glaube 4 GB insgesamt. 4 GB? Ja. Und dann kommt nachher immer noch ein Update dazu von 1 GB. Soll ich dir was sagen? Nachher war mein PC knacke voll, dass ich nicht mal mehr Mods runterladen konnte. Da hab ich gesagt, weg damit. Wieso? Hast du doch genug, hast du eine große, hast keine große Festplatte oder so? Doch, das ist auch drin. Aber wie gesagt, immer jedes Mal, es kommt ja jede Woche ein neues Update raus. Da kannst du auch sagen, was passiert. Und das kommt noch da drauf. Ja, so war bei Battlefield auch, jetzt mit dem Iwo Jima und Battlefield ist Storm. Ich spiele zwar sowas nicht, aber Battlefield weiß ich von vorne, ist viel besser. Ich brauche gleich mal 80 GB, ne? Hallo, Void geht, ne? Oh, Entschuldigung. Ich habe 120 GB auf meiner Festplatte. Wie viel? 120. Okay, läuft. So, und davon. Ich habe jetzt noch 20 frei. 120? Das habe ich, 500 GB und 1 TB habe ich noch. LS habe ich da drauf, Minecraft habe ich da drauf und auch ein Simulator. Okay. Und halt Steam und TS und sowas. Und was machst du? Studierst du noch oder arbeiten oder Schule? Ich meine Ausbildung als Sozialpädagoge. Sozialpädagoge? Okay. Der Sohn von meinem Schatzi, der macht studiert Medizin. Ja, das ist auch nicht schlecht. Oder? Nur Medizin, oder? Welchen Bereich? Welcher Bereich?
Innere Medizin. Das ist nicht schlecht. Das wird immer gebraucht. Mhm. Zahnmedizin machen, dann macht er Geld. Zahnmedizin machen. Oh, innere Medizin ist auch gut. Wenn du ein guter Zahnarzt bist, dann hast du aber auch wirklich gut. War? Gut Geld einer. Mhm. Wir kennen das ja bei uns hier, das ist alles rar hier oben in Norddeutschland. Ja. Da hast du nur. Kannst du sagen, Müll. Ist das Norddeutschland? Also ich bin voll. Ist das Norddeutschland oben? Ja klar, ist das Nordhessen, mhm. Ne? Wo ungefähr ist das? Schleswig-Holstein, Lübeck da die Ecke. Lübeck, ah ja, genau, stimmt. Okay. Fehmarn ist auch weiter nördlicher. Ja. Grenze zu Dänemark, aber davon. Martin ist aus Rostock, ne? Ja, da kann ich gut mal spucken. Rostock, Martin, Rostock! Wenn ich auf der Fehmarn-Sundbrücke bin, kann ich Rostock sehen. Ja, was? Das ist kein Scherz. Bei gutem Wetter hast du die Sicht besser. Echt? Es kann nicht so weit weg, Lübeck, oder? Von Rostock. Flachland, deshalb. Das ist. Echt? Wenn Rostock den Kühlturm hast, hast du gleich bei ETS schon gesehen. Ja? Ne, daneben hast du eine Beule, wenn du da rauf gehst, bei Sonnenschein kannst du bis hier nicht mehr drüber gucken. Nee. Echt? Da siehst du auch die Fehmarn-Sundbrücke. Wenn ich bei uns klare Sicht ist, dann kann ich bis die ganze Bucht von Mecklenburg-Vorpommern sehen. Okay. Ja. Gibt's das hier im Video auf YouTube, ne? Muss ich mal gucken. Kann man da hoch so oder wie? Gucken, da musst du hinfahren. Ja, hinfahren, ja, das ist so ein, ja, ein Bergstück, gucken. Oder? Bei klarer Sicht, echt siehst du es, okay. Ohne Fernglas. Ohne Fernglas. Okay. Das ist richtig schön. Aber uns auch schön, Bodensee. Ich bin ja vom Bodensee hier, Vorarlberg. Lindau, kennst du? Friedrichshafen. Ja, Bodensee. Und Thorsten kenne ich durch meinen YouTube-Kanal. Thorsten ist auf mich gekommen und der ist bei mir jetzt mit als Kollege und Freund im Team drin. Okay. Den kenne ich schon lange. Ach, uns Thorsten. Da Thorsten. Thorsten, ne? Thorsten, ja. Wir haben ein Problem, ne? Ja. Oh. Thorsten! So klein ist die Welt. Ich mach die eine Ecke hier, ne, Whitecat? So. Wow, ich bin ausgestiegen. Was sagt ihr eigentlich zum Class-DLC? Ja, geil. Hab's ja, siehst du, oder? Im Stream. Siehst du? Das ist das geilste DLC, was es gibt. Ja, ist gut, ne? Schönes DLC. Das ist der geilste. Scheiße, jetzt war der Freund. Ich hab's ja 3 Tage vorher gehabt. Ich durfte es ja testen. Okay. Ja, viel Spaß. Hände waschen im Vergessen, ne? Als offizieller Review-Partner von Giants. Okay. Da bin ich auch stolz drauf. Ja, das ist wir haben. Traum von mir gewesen, Giants-Partner. Wir haben uns das halt gegönnt, ne? Voidkit wurde von. Ich weiß nicht, habe ich dir das gekauft, Voidkit? Von Markus. Ich habe es auch irgendeinen gegönnt. 20 statt... Euro ist dafür nicht so viel. Wenn ich mir das andere DLC da gucke, für 5 Euro, da haben auch einige schon gesagt, da ist das hier viel preiswerter. Nur 16 Euro hat es gekostet. 16 Euro. 16,49, glaube ich, so viel ich mich jetzt erinnern kann. Auf Instant Gaming? Instant Gaming. Ach, wie hast du das mit der Domain eigentlich gemacht von Deep Portal? Bitte was? Mit der Domain von Deep Portal? Mit der Domain von Deep Portal? Moment, ich nehme dich kurz ein Schellweit runter. Ja, mach das mal unten. Aber mal kurz. User was moved out of your channel. Buddy left your channel. Dann ehrt mir ein bisschen ab, ne, Whitekid? Ja. Sind wir gleich fertig? Mhm. So, bin zurück, ohne Meldung. Ja. Hoppa Leute, haben wir gehorsam, es kann uns vorkommen, ist ja Hände gewaschen, es kann weitergehen. Jawohl, weitermachen. Oh, scheiße. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, ne? Richtig, rechts hoch, links. So. Komm ich nicht links, an. So, 3, 4. Ich überlege, ob ich auch gleich mein Name gerade anschließe. Oh. Ob sich das überhaupt lohnt für LS? Klar, so eine runde Sache. Hm. Ich könnte es ja auch, aber ich spiele eben im Controller. Was hat er geschrieben? Ich bin auf meinen LS-Netzen nur mit wahren Kumpels drauf, weil ich nur enttäuscht wurde. Ah, die Enttäuschung ist auch zwischen Männern sehr groß, manchmal. Das Problem, die Eitelkeit, die Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Was noch, Martin? Kindergarten. Weißt du noch, Chris hat die Zeug. Ach du heilige Scheiße, Mutter Gottes. Jesus Christ, Leute. War das, der jeden Tag befahren worden ist? Aber der Witz ist ja, wo ich ihn angerufen habe, war ganz normal eigentlich so. Das ist halt so ein. Aber echt normal reden können mit ihm. Das habe ich nie verstanden. Das. Er wollte es ja mal wissen, ne?
Aber sonst war es ja so, kann man so. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, ne? Wenn da mehrere da sind, Leute, ne, dann löscht es gewissen Digis. Ich weiß es nicht. Ach, jetzt habe ich es vergessen. Kann wirklich sein, ne? Das geht gar nicht. Das bisschen nehme ich mit. Jetzt schaffe ich es auch einem Zug, aber da hinten geht's weiter. Ja, ich mache jetzt gerade meinen Controller und ich will da ein bisschen reinkommen mit den Dingen. Mhm. Weil man mal die Tastenfunktion im Kopf hat, geht's ja eigentlich. Buddy joined your channel. Jetzt habe ich wieder eins vergessen. Ach, leck mich da. Boah, jetzt war ich gerade an Joe seinem Acker lang, du. Oi. Hä? Wie? Oh. Bei wem? Was meinst du? Beim Joel. Bei Joel? Wieso? Was ist da? Macht er Blödsinn? Hobbyfarmer, du. Wieso? Weiß ich, ist er gerade reingekommen? Nee, weiß ich. Nein. Ja, Markus! Hallo, Markus. Boah, du alte Marke. Kölner Sau, du. Wie geht's dir, Digi? Ne? Alles fit im Schritt in Köln? Okay, ja. Wie war dein Tag? Ich habe morgen, ich konnte nicht gehen. Ich habe mir war so schwindelig und. Furchtbar. Aber dafür bin ich im Nachmittag und dann habe ich gleich mal 11 Boote abgedeckt mit Nylon. Weil der andere schon meine Stangen hier gemalt hat, fertig gemalt. Ich wollte sie eigentlich fertig malen am Nachmittag. Ne? Auch mein Tag war heute richtig schön chill auf Arbeit. Ja, ist gut, hast ja verdient. Hast du nicht geärgert heute? Ich hoffe, beim neuen Anbieter wird es chilliger. Also heute hatte ich so einen untypischen Freitag, den habe ich seit 12 Jahren nicht erlebt. Läuft. Habe ich dir rübergeschickt, Digi. Damit du ein bisschen locker hast, ne? Dankeschön. Bitteschön. Jo, mach ich doch gern. So, da drüben ist Raps, ne? Da machen wir halt Raps. Dann fahre ich mal das Zeug dann gleich mal weg, ne? Ich habe hier auch noch was in meinem Drescher. Der ist fast voll. Was ist da noch rein? Markus, ich spiele mit dem Controller. Ja! Ich weiß, ich schaue deinen Stream schon was länger. Ja! Oh, ich komme mal schnell rein. Ja. Schnell, okay. Da müsst ihr jetzt gemessen. Ich fahre das Zeug mal rüber, ne? Ja. Und dann können wir gleich links weitermachen, ne? Raps. Mein Lieben, Grüße an die... Und die Icke AK Stefan. Dennis Gaming, dankeschön. Ja, klar. Martin kommt, wer kommt rein? Markus C. kommt rein. Ich trinke noch einen Schluck Hugo. Weil ich es kann und weil ich es mir verdient habe. So. Ne, sollte eigentlich schnell gehen. Hoffe ich. Ja, ja. 5 Sekunden sind schon um. 10. Neue Brille, ne? Schön dünn, schön klassisch. Ah, herrlich. Cola-Fläschchen gönne ich mir auch noch rein in die Birne. So, Markus, jetzt mal, Markus sag ich schon, Markus auch die Frage. Und Tom. Jo. Wenn ihr jetzt... Ist doch herrlich. Hallo Markus. Warte mal schnell, Martin hat was zu sagen. Ja, was? Wenn ihr jetzt mit dem Nachnamen Stände heißen würdet ihr euren Sohn Christian nennen? Ja. Ja? Ja. Warum? Wie heißt er dann? Na, sag doch mal Christian Stände. Christian Stände? Ja, Christian Geschenk, verstehst du? Hä? Geil. Zu Weihnachten Christian Geschenk. So, jetzt denken wir nach. Christian Stände. Ah, okay. Dauert ein bisschen, ich merke das schon. Läuft, ja. Ne? Ich würde einen Hugo nennen, dann kann ich jedes Mal sagen, homosexuelles, unentwickeltes, geiles Objekt. Ist Amanda, der mich mag. Welches Feld sollen wir noch machen? Ja, dies, wo da mein Drescher steht. Raps, alle. Ja, ich hab dir das. Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen. Ich bring den Scheiß mal rüber, ne? Auf gut Deutsch. Aber man muss mal mit keine Ahnung mit Herzblut rangehen und ich spiel's alles scheißegal. Ne? Wie meinst du mit Herzblut? Ich mache alles mit Herzblut, ne, Martin? Ja, meine ich, das muss auch so sein. Ja, wenn ich mal gucke, die anderen Kollegen, die größeren, ne? Die rattert ihr Programm runter und das war's. Ne? Ich weiß, das ich. Schade. Und das ist. Bei mir ist das Livestreaming, ne? Weil die zu groß sind, wahrscheinlich. Mhm. Ja, und lieber haben. Markus C. ist zuständig für den Chat beim Tom und ich bin zuständig für Teamspeak für Tom. Markus ist mein überkrasser Dopspender. Der massiert mir immer klassisch die Eier, wenn man das mal so formulieren darf. Ne, Markus?
Obwohl ich dann sage aus, ne? Ja, jetzt kann er eine Weile lang, muss er jetzt nichts mehr spenden, weil er hat die letzte Zeit genug gespendet. Was ich euch einen Pilger, wo man hinfahren muss, ist zu Farmcom. Das ist der ganze Scheiß, den es ever gibt. Wo was? Farmcom. Das ist nur für Landwirtschaftssimulator. Wie heißt das? Ja, Farmcom. Ah, die Messe. Sondern Farmcom. Messe, ja. Jan, du musst Hochdeutsch reden. Der Kollege kommt aus Österreich, der versteht unsere Sprache nicht. Was? Ich verstehe alles. Wenn ich zu ihm sage, Fröni, kommen wir mal knurrt Uhr auf den Bülger Hager, versteht er auch kein Wort, ne? Auf jeden Fall, Farmcom ist halt ein Event, was 2016 zum ersten Mal ins Leben gerufen worden ist. Und das ist so, da wird der neue LS vorgestellt, oder dieses Jahr war es so das Class DLC. Und nächstes Jahr wird der neue LS vorgestellt. Und ja, das ist halt ein Community-Event, das heißt, man kann da bei Präsentationen halt zuhören, man kann sich mit den Entwicklern unterhalten, sogar mit den Chefs von Giant Software. Okay. Und man kann dann halt auch mit den Moddern reden, man kann dann auch mit der ganzen LS-Community reden, man trifft YouTube-Kollegen, das ist ja Wahnsinn, wie ich da nicht schon alles getroffen habe. Und letztes Jahr war ich da zum ersten Mal, da bin ich 12 Stunden von hier oben aus Norddeutschland runtergefahren, nach unten, nach Bayern, und zwar... Nach Bayern? Die Oberpfalz, ja, und du bist in Bayern, die Oberpfalz, du! Ja, bist du, steppert du! Okay. 2 Stunden, das war geil. Warte, wo ist die Farmcon? In der Pfalz? Nein, das ist von Jahr zu Jahr anders. Und zum Beispiel, letztes Jahr war es bei Horsch, ne? In der Oberpfalz, in Schwandorf, und dieses Jahr war es in Hasewinkel bei Klaas in Nordrhein-Westfalen. Okay. Und nächstes Jahr? Fragezeichen. Das wird erst Februar, März so bekannt gegeben. Ja? Und ein Ticket kostet 10 Euro paar zerquetschte. Sag 10,70 Euro, meine ich. 10,70 Euro, so wie renne ich. Achso, renne ich. Und dann kannst du dich dann mit Gott und die Welt unterhalten. Kannst in die Werk, also in das Werk reingehen. In das Glaswerk war ich. Ich habe gesehen, wie die Lexion zusammenbauen. Da war ein halbfertiger Lexion. Das war geil. Okay. Dann nachher den ganzen Nexion, das war der Hammer. Und dann haben die noch diesen alten, wie heißt er nochmal hier, Dominator hergestellt. Die werden auch nur hingestellt, nicht für Deutschland, sondern für Afrika. Aus dem Grund, dass die in Afrika nicht mit den Nexion klarkommen, weil da so viel Technik drin ist. Deswegen stellen sie die alten Dominator her. Da habe ich zu den Typen von Klaas gesagt, ich sag, ja gut, da kaufe ich mir so einen Dominator. Weil Dominator? Dafür gibt's immer Ersatzteile, hat er auch gesagt. Ja. In Bayern war das, in Oberpfalz. Wie lange ist denn das gegangen? Wochenende, oder? Ein Wochenende, oder? Im Juli immer. Im Juli ist das immer? Mhm. Und viel los, oder? 1000 Leute waren da. Und da kommen nur die von LS, wo zocken, oder halt richtige Bauern alle. Auch? Nur alle. Die, wo... Ah, okay. Bauern, alles vertreten, ne? Alles. Alle, die machen, ne? Aber die Veranstaltung ist von Giants, ne? Ja, von Giants, dann, ja. Ja, knüpft sich dann halt die Firma da noch an mit, sagen wir jetzt mal... Wenn ein Fehler ist. Werksführung oder Workshop zum Beispiel, wie das Unternehmen gegründet worden ist, sowas bei Horsch. Ja, warte mal schon kurz. Du musst einmal hoch und wieder runter, dann geht's, weil wenn da eine andere Frucht drin ist oder halt eine andere Saat, dann geht das nicht, dann sagt er, du kommst nicht rein, ne? Das ist schon geiler Scheiß. Also wie gesagt, Farmcom, wenn ich da was weiß, kann ich euch Bescheid sagen. Ich werde da jedes Jahr hinfahren, auch wenn es wieder unten in Bayern sein sollte, es bringt einfach nicht Spaß. Allein da schon mit den Giants-Entwicklern zu reden, ne? Ja. Letztes Jahr habe ich mich mit denen unterhalten. Dieses Jahr auch wieder, muss ich auch gleich. Oh, guck mal, ja, Niklas, ne? Was kostet das so? Der Eintritt oder was ist da? Ist da, haben die Eintritt? 10, 11 Euro. Wie viel? 10 oder 11 Euro, ah, okay, meine. Da kommst du ja geile Wurst essen, der Bayerische, ne? Das Sauerkraut und Knödel. Das gab es bei Horsch. Dieses Jahr gab es. Mahlzeit. Da war ein bisschen Kotze dabei jetzt, oder wieder? Nee. Hat sich aber so angehört, ne? Was trinkst du gut, das Markus? Leckeres Bierchen. Ja, gönn dir, du. Feierabend, Bierchen, hoch die Hände. Wochenende. Richtig. Alter, heute bin ich wieder in den Booten rumgesprungen auf da oben, wie Reinhold Messner im Endstadium. Ihr habt ja das Video gesehen, ne, wie ich das mal, aber bei den Hohen ist es dann gefährlich. Ich muss nur einmal abrutschen und ich lieg unten, ne, wie eine nasse Katze. Aber das ist wirklich richtig Farmkokain auf Fehl. Das weiß, wissen die meisten LS-Spieler nicht. Deswegen mache ich da immer Werbung. Achso, ich bin da nicht so Fan von so vielen Massen. Ich habe da lange Kameramann gemacht und gefilmt früher viele Veranstaltungen und so. Ich habe da eigentlich so. Du musst dir das vorstellen. Mir hat schon. Oder
was weiß ich, wo die drücken und was weiß ich wie. Nee, na, mir hat schon das Ding gereicht, dieses Angler-Ding, Messe da. Das ist ja keine richtige Messe. Das ist ja keine Messe. Ja. Das ist sozusagen YouTuber und Community-Treffen. Ah, okay. Na, ja, so, vielleicht können wir mal. Wenn die Tickets verkaufen, dann sind sie verkauft. Und ich habe auch gedacht, oh. Wann ist wieder in Bayern? Keine Ahnung, das weiß keiner. Kann okay sein, dass sie jetzt zu John Deere gehen nach Mannheim, kann sein, dass sie nach Fendt, nach Obermarkdorf gehen oder was weiß ich wohin. Na, zu der Firma Fendt und so? Ja. Ah, okay. Also John Deere Mannheim wäre natürlich optimal, ne? Ich denke, dass es nach John Deere geht. Mannheim? Ja? Ich vermute es sehr, dass es Mannheim ist. Ist John Deere? Weit entfernt von mir, Mann. In Mannheim ja ist John Deere Firma? Echt? Wusste ich gar nicht. Ja. Wieder was gelernt. Oder nicht zu DLC werden eigentlich, ne? Munkelt man. Ja, John Deere. So Leute, ich würde euch mal wieder verlassen. Ich muss rüber auf meinen Cheesebeak. Ja, einen schönen ich Gruß, ne, Niklas? Ich grüße schön und man sieht sich, ne? Ja, wir hören uns. Kannst du wieder mal reinkommen, ne, wenn du ja Bock hast. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Sonst gucke ich mal bei dir vorbei, ne? Ja, ja, schreib mal dein, warte mal, dein YouTube, stopp. Schreib mal nochmal was rein hier im Chat bei meinem. Ja, kriegen wir hin. Ich muss da mal auf dein Ding gehen hier. Gucken. Ich hab sein Link schon. Gibt's gleich mal ein Abo hier da, ne, hier so. Und so nett ist hier, ne? Ah, ich sag mal hallo, hallo. Schreib mal rein. Bitteschön. Kanal. Ah, so hat er das drin. Ne? Ich kann das einmal zeigen hier im Livestream. Ne? Weil ich bin Multikulti, weißt du? So. Ja, Niklas. Ich mache auch Werbung für die anderen Kollegen. Okay. Ja, also ich sag mal so, wenn mir einer gefällt, dann wird auch mal... Das war der Hammer, das Video vom Highlander. Ja, ja, ja. Siehst du, was... Eingeschlagen. Bist du da dabei, oder wie? Jo, der da Mitte. Der da in der Mitte, der fährt, ja, der Große da. Ja. Ah, bist du so ein Brummer, oder wie? Alter, ja, echt? Wie groß bist du? Wie der Heavy Tiger? 1,87. Okay, wie schwer? 100 Kilo. Okay, Heavy ist auch so. Okay, cool. Okay, super, dann okay, ja, Abo hier also mit Glocke, ne? Alle. Ja, so. Also da stehen meine ganzen Kollegen rechts, da kann ich dich jetzt auch hinzufügen, dann mach ich auch. Okay, ja. Halt hier mal. Ah, du spielst auch hier, LS19, Maisparty. Jawohl, Maisparty ist immer die geil. Ballern rein, das ist der Wahnsinn. Letztens Geist-Weiß-Server. Ja. Ich glaub's gar nicht, was da los war wieder. Oh, du spielst aber auch viel, ne? Ja. Gamescom, warst du auch? Nee, Aftermovie, ja, ist Aftermovie. Gamescom, also ich krieg ja von Giants immer alles zugeschickt. Und dann veröffentliche ich das. Ja, Farmco 19 Glasfahrzeuge-Vorstellung hast du drin. Ja, okay. Ah, hier im echten, ja. Rundgang. Es gibt sogar ein Video, wo ich noch drauf bin von der Farmcom. Ja, auf okay. Auf der offiziellen Seite von. Ah, das gucke ich mir dann mal an, ja. Okay, von, super. Giants. Da habe ich sogar meine Urkunde. Ich habe ja ein Zertifikat gekriegt, das ist geil. Echt? Hey, Alex! Okay. Das ist der Hammer. Das ist eine Platinplatte und dann hast du da das E drin im Rot. Ja, okay. Das cool ist in so einem Rahmen. Muss dir vorstellen, wie so. Ja, cool, ja. Ja, Abo hast du mal da, ne? Jetzt weiß ich, ja, dann haben wir da, können wir da mal was zusammen. Achso, jetzt muss ich nochmal umstellen. Sorry, ja, Leute. Ja, jetzt habe ich wieder gesehen. Oh, ich roll zurück. Alter. Das war mir auch jetzt verlinkt. Ja. Für gute Kollegen. Ja, dankeschön. So, ich habe wieder meinem Ding ausgeschalten. Mein YouTube-Kanal an der rechten Seite. Da sehe ich mal. Also ich übrigens eigentlich überall, aber ein bisschen heller, weil ich nur das Licht oben an habe, deswegen. So, Mr. Canister ist auch live und Kenny ASMR ist auch live, sehe ich gerade. Und Impanema ist auch live. Alle sind sie live. Und der Herr XY Doc auch drin ist auch live. Richtig, das ist meine Wenigkeit, ne? Wer ist das? Wer? Was? Wer ist das? Den kenne ich nicht. Was ist das für ein Name? XY Doc Austria? Und der aus Australien? Ja, der kommt aus Australien, ganz weit aus Australien. Denken aber viele Amerikaner immer so, wenn du dann sagst, Australien. Ah, Australien? Ich will sagen, Jingle Doodle. Einmal bin ich rauf zu einer YouTuberin oder so, die hat, Engländerin oder so, der Mann auch. Und der, ja, das war eigentlich nur, ja, XY Doc Austria. Er sagt immer XY Doc Austria. Nicht XY, okay. Ja. Da weißt du genau, ah, die kommt aus Amerika, also halb Amerikanerin oder so. Schon interessant, Engel. So, dann arbeite ich weiter. Mach das. Und ich bin erstmal weg und man hört sich dann. Ja? Ja, ich freue mich. Jo. Also, tschüssi, Niklas. Tschüssi, schönen Abend. Danke fürs Reinschauen. Danke fürs Abo. Ja, bis sie. Danke, tschüss.
Ciao. Oh, der ist auch lieb, ne? Der Markus ist am Besamen. Nee, am Gacki hauen? Doch, Besamen. Doch, am Besamen. Wenn diese Farmcon in Mannheim ist, dann werde ich da auf jeden Fall hingehen. Okay, machen wir im Sommer. Auch Emi liegt bei Schatzi. Ihr seid so zwei. Ich mach mal ein Bild, komm. Bin grad so süß. Ich poste es mal auf die Gruppe hier. Aber nicht, dass Emi nackt ist. Doch, die ist splitternfasernackt. Was, Emi? Alle. Das ja auch. So, ich poste mal. Oh, so süß die zwei. Guck mal, du. Ich poste mal in die Gruppe. Zack. Und da ist es. Süß, ne? Ja, so hell bei euch im Zimmer. Ja, ich habe keinen Blitz genommen. Nett? Ne? Nein, das ist nicht hell. Ich hab eigentlich alles aus. Ich habe eigentlich deine alle. Deine Kamera macht alles so dunkel. Meine Kamera? Nee. Das ist. Nee, ich meine, nicht vom Handy. Nein, ich habe halt drei Monitore, guck, so. Da liegt sie mit Emi. Nein, das ist halt so. Ich habe halt hier drei Monitore. Man sieht es halt hier in der Hinterkamera, ne? Die drei Monitore hier, 1, 2, 3, das spielen wir oben das Licht. Da habe ich so ein gedämpftes, spezielles Licht, ne? Dass das hier so. Deshalb habe ich hier so ein Licht. Das ist eben so ein Licht. Das kann man auch voll fressen, aber da ist zu hell. Und so habe ich es halt auf der Wand und ist halt so weit auf der Decke oben, ne? Spezielles und. Dann dämpft das alles ein bisschen. Nee, und der Fernseher läuft halt noch. Das ist halt so ein dämmendes Licht irgendwie. Auch Emi so fein. Oh. Die lässt sich gerade knuddeln. Jetzt bin ich voll. Ja? Ich habe mal einfach mal kurz beim Tom in seinen Chats, sein YouTube, WhatsApp-Werbung gemacht. WhatsApp-Werbung? Was für Werbung? Von Niklas. Von Niklas, ah, danke schön. Ja. Nur reinnehmen. Unsere Leute Abos kriegt. Ja, yeah, Support ist kein Mord. Um das geht's ja, Leute. Ne? Bei mir waren das ganz locker. Wir haben nicht so, oh, Abo gegen Abo und abonnier mich und so. Das kommt alles von alleine. Wenn ich einer mag, wie Niklas oder sonst jemand reinkommt und der sieht, ach, der ist sympathisch, ja, warum nicht? Wäre ja blöd, wenn er es nicht machen würde. Ich sage, nö, den support ich nicht oder den hau ich jetzt nicht. Ja, und das, nein, der hat zu wenig Abonnenten für mich. Man muss sich betteln, ja, man kann's, aber das kommt immer so hilflos vor. Einfach streamen, Spaß haben, eine Community aufbauen und wenn es nur 10 Leute sind oder 20 und man hat es schön und man kann zusammen mal spielen und das geht's ja. Früher ist das nicht möglich gewesen. Schön, dass es das gibt, dass ich einen Stream machen kann, dass ich meine Leute habe, ja, wo ich unterstützen, da sind, dass wir zusammen spielen können, oder Markus? Das so geht's. Ist es. Und dann hast du nämlich immer das im Hinterkopf. Das ist wirklich, Leute, das bin ich auch so. Ecke! Ecke haut schon Feuer rein, Alter! Dankeschön! Ecke, schmeiß mich weg! Ecke, schmeiß mich weg! Dankeschön, Ecke, für 5 Euro! Was wollte ich sagen? Nee! Dankeschön, Digi! Für 5 Euro, Ecke haut 5 Euro rein! Dankeschön! Schönen Gruß an deine Frau! Und Grüße nach Berlin, Brandenburg! Es ist so, wenn ich am Arbeiten bin, ne, ich freue mich auf Schatzi, ich freue mich auf Emi, ich freue mich heimzukommen, ich freue mich zu duschen, ich freue mich hinzusitzen und dann einfach einen Stream zu starten und mit euch Digis ein bisschen zu reden und einfach wie Feierabendbier, ne, in der Kneipe. Und sich trifft, ein bisschen Quatsch, wie der Tag so war oder die letzte Woche, wenn man sich länger nicht sieht. Und das ist einfach das Streaming. Wir streamen, haben Spaß und spielen ein bisschen was zusammen, oder, Martin? Ja. Weil das ist aber schön, also im Computer mal zu sitzen. Und einfach ein bisschen, ne, die Leute kennenlernen und was sie gemacht haben heute, ne. Wie viel Mal Kuhn heute schon gefurzt hat, wie viel Mal er Gassi gegangen ist, wie viel Mal er einen Neger abgeseilt hat und so weiter. Und das ist auch schön. Und sonst, wenn es das nicht geben würde, würden wir das halt am Telefon, ne. Wie ich Martin anrufen, und wie war dein Tag? Hm? Ja, genau. Ne, wisst ihr, was ich meine? Und dann kann man auch mal zwischendrin spenden, die wo einen unterstützen, wie Achim 5 Euro und Icke 5 Euro. Dafür sage ich herzlichen Dank und Dankeschön und ihr seid die Besten. Ja. Na, um das geht's, meine Lieben. Das ist Streaming. Weil ich könnte ja sagen, ach, nee, heute mache ich mal nichts. Heute, oder 3 ist doch Automatik. Warum hat er jetzt nicht angenommen? Nee, heute mache ich mal ein bisschen Pause und
bin ja gern für euch da. Ihr seid auch immer da zwischendrin und ja. Heute geht es auch ein Lieber. Braucht die lieben Menschen, ne? Markus. So ist es. Wir brauchen die lieben Menschen, wo da sind, wo das schätzen, was wir machen. Weil, wenn man keinen Spaß daran hat, dann ist es Schwachsinn, ne? Dann ist es Zeitverschwendung, finde ich. Och, Emi, so feine Mama. Hm? Jetzt liegt sie lustig da. Hat sie ein bisschen müde. Hat echt gut gekocht. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Was ist denn das? Hä? Kassler haben wir gegessen. Mit Sauerkraut und Knödel. Kennst du, Martin? Kassler? Ja, klar. Wurzkraut. So Siedfleisch. Wie heißt das? Nee, so Schweinefleisch. Oh, ist so gut. Ja, genau. Nee, Sauerkraut haben wir. Knödel und dieses Kassler halt. Also dieses, bei uns heißt es ja, kannst du auch zur Suppe dazu tun. Ich glaube, bei uns heißt es auch so. Ein bisschen Kassler. So, dann ernten wir das noch ganz chillig ab mit euch. Digi! Nicht dein Ernst, oder? Alter! 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 Ich grüße die ganze Leute von XY. Ah, das ist geil, von Mike Krüger. Von mir und von meiner Frau. Das ist gut. Cola und halb vom Bier vom Fass. Das ist so geil, sie. Und schon kommt da unten Kaffee raus. Ich musste mal ins Krankenhaus, mein Blinddarm war defekt. Die Narkose hat nicht so gewirkt, da hab ich mich erschreckt. Mann, wie kriegen wir denn sie bloß auf, hat der Chefarzt mich gefragt. Nichts einfacher als das, hab ich gesagt. Sie müssen nur die Nippel durch die Lasche ziehen. Das war mal geil, Lieder. Alter! Was? Alter, das war jetzt kurz. Das war jetzt aber ein Fehler. Warte mal. Tom ist ein Lieber. Da hat er jetzt abgekackt, ne? Das Spendenkohl, ne? Da hat er jetzt gesagt, du kommst in den Rennen. Tom ist ein Lieber. Dankeschön. Angekommen ist es. Der Icke schmeißt hier 2x5 Euro rein und hat geschrieben, Tom ist ein Lieber. Dankeschön. Hat sich aber aufgehängt. Das ist nur ein Fehler jetzt vom Deepesim gewesen. Normalerweise ist das Problem nicht, dass er das macht. Aber Dankeschön. Fettes Herz mitten in die Face von Icke und von Achim. Dankeschön. Achim nochmal mit 5 Euro und Sie müssen erst die Nippel durch die Lasche ziehen. Geiles Lied, finde ich. Dankeschön fürs Video. Ein bisschen leiser, ne? Aber es geht, oder? Ich glaube, ich höre jetzt auf mit dem LS zocken, weil ich habe noch Lust, Kumpel ein bisschen GTA zu zocken, weil der erwartet mich jetzt schon seit langem. Okay. Jetzt ist er endlich aufgekommen. Ja, kein Ding, ne? Danke fürs Helfen trotzdem, White Kid, ne? Fürs Reinschauen. Ja. Auch ja, rein, ne? Kannst du trotzdem spielen, was du willst, ne? Ja, alles gut. Und nicht vergessen, ne? Jetzt zieht seinen Freund vor. Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen. So, und? René ist. Ja. Und beide? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas nach oben drehen, ne? Ja, da scheint er dann am Pfeil. Da drücken sie dann drauf. Und schon ist der Martin Kühn, der Markus, irgendwie, keine Ahnung, drauf. René ist hier. Ja, moin zusammen. Alles gut? Immer, Digi, immer, wenn du reinkommst. Immer, dankeschön. Dein Auge guckt mich an hier als Avatar. Aber heute spielt heute noch ein bisschen GTA. Warum spielst du eigentlich auch manchmal GTA oder eher nicht so? Ich habe GTA gespielt, habe es aber gelöscht. Also ich müsste wieder installieren mal und vielleicht mal doch mal ein bisschen zocken vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob ich Bock drauf habe. Das macht mein Gemüt so. Der sagt so, jetzt habe ich Lust auf das. Wie bei Battlefield 5. Ich habe ja lange nicht mehr gespielt, ne? Leute, ihr wisst ja Bescheid, ne? Ja, mein Dickerchen. Und dann
habe ich ja gehört, dass neue Map kommt, so ein bisschen Veränderung. Und dann, ich wollte es ja mal installieren, aber dann waren so viel Gigabyte. Und dann habe ich ja immer gesehen, habe keine Zeit gehabt, so lange zu warten, 3 Stunden, bis das der Download fertig ist. Und dann habe ich aber über Nacht das laufen lassen. Ich glaube, um 6 Uhr morgen war es dann fertig. Und jetzt bin ich eigentlich wieder ein bisschen Battlefield-süchtig. F1 möchte ich auch mal wieder spielen. Es ist halt eher ein Racing-Game. Da brauche ich immer Leute, wo mir gleich den Chat durchlesen und so. Weil das ist unmöglich, hier auf den Chat zu gucken bei F1. Wenn du im Rennen bist. Und bloß nicht spenden, wenn der fährt. Ja, Alter. Der Martin Kühn hat mich schon erschrocken dabei. Du. Alter, das ist echt fies. Du auch, ja? Du sowieso. Und dann wollte ich eigentlich mal wieder Rallye 2.0 fahren, ein bisschen spielen eigentlich. Habe ich voll. Ja. Entschuldigung, da hat mich ja auch schon der Markus C. erschrocken. Oh ja, du. Alter. Ja, Markus C. hat mir schon mehrmals die Klöten massiert, auf gut Deutsch, wenn man das mal so sagen darf, ne Markus? Aber, ich sag da nichts zu. Aber klassisch, du. Und den anderen auch. Aber ich habe jetzt auch meine Brille, Markus, ne? Ja. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es jetzt eigentlich nicht gemacht, wenn ich jetzt gesagt hätte, so, wo steht der LKW? Bei der Hänger. Da unten. Also wenn ich jetzt eine Brille gehabt hätte, ich jetzt keinen Spendencode gemacht von 500 Euro und hätte gesagt, die neue Brille, ja, hätte ich können, aber nee, das wollte ich eigentlich jetzt so nicht. Also, ciao Leute, bis dann irgendwann mal. Ja, die ciao, Alex. Tschüss, Alex. Hey, hier kommt Alex. Viel Spaß. Tschüss, Vorhang. Oh, für seine geile Horrorshow. Raps ist schwarz. Warum ist Raps schwarz? Weil es kann. Weil es kann, der Raps. Hallo, Icke. Alter. Icke kann nicht so rein. Alter, nicht so reinschreien, Digi. Dankeschön für 2x5 Kröten, ne? Ja, da kommt ja noch ein bisschen was. Für was war das jetzt? Fürs schlechte Gewissen, weil du damals ein bisschen betrunken warst? Oder, oder ist das nur so aus Liebe? Ich bin gleich wieder da. Icke hat aus Liebe gespendet, Schatz. Weil das kann. Ne, Icke? Ja, ich kann alles hier. Dankeschön. Schönen Gruß an deine Frau, ne? Ich schicke ihn einmal drin. Ja, richtig, genau. Den schickst du rein. Die guckt ganz so wie ein blöder Icke. Icke schickt einen Gruß mit rein, ne? Genau. Der Monat ist noch nicht oben, noch darfst du nicht. Ich war beim Tom und habe ihm 2x5 Euro gespendet. Ungefähr so, ne? Habe ich das schön gespielt? Der war gut, ne? Am Schluss dann, weißt du? FSK 18 Bereich, meine lieben Freunde, sorry. Ne, ich wollte das einfach mal so spielen. Ne? Ich kann mir das so bildlich vorstellen. Kopfkino. Aber die Frau guckt zu, ja? Naja, aber ja. Hören tut sie das nicht. Ich hab vorher einen Lautsprecher angehabt und jetzt so gerade nicht. Jetzt holst du das Nudelholz. Holst du das Nudelholz? Scheiße. Ja, aus meiner Hose, ja. Ja, genau. Richtig. Der tarte Teil. Und wenn? Der war gut. Und bist letzte Zeit noch ETS gefahren, Icke? War jeden Tag. Ja? Wie, jeden du fährst Tag. Hier, was, du fährst hier? Auf so, welcher Server? Ja. Promat. Ab deswegen sehe ich die nie. Ich fahre nur noch Promods. Warum? Ja, wo? Welche Promods? Wo? Was gibt's denn da? Russland und was gibt's noch? Spanien. Und wie ist? Tel Aviv, da unten da. Also Ägypten, bla bla. Echt? Okay. Na, ich habe jetzt noch nicht. Wo kann man es runterladen? Bei Promods. $1.13. Bei Wackersee B.R. Haben sie auch drin ein bisschen, oder? Weiß ich das nicht. Promos, ich kenne bloß beim was gibst du ein? Google it. Promos eingeben, oder? Ja. Wie viel kostet es? $1.13. Nee. Ja. Na, du kannst auch kostenlos und dauert aber ganz lange. Und du musst $1.13 geht schneller Donut. Ah, okay, ja, die haben das auf der, ja, ich weiß ja. Und das sind alle dabei, was es gibt, oder? Ja, okay. Und gehen alle, oder? Ja, haut alle drin. Okay. Vor allen Dingen, das ist viel besser gemacht wie die normale Map. Muss dazu sagen, mehr detailreich. Echt? Detailreich. Mit McDonalds, ich bin ja beim Drive-In schon vorgefahren mit einem LKW. Ne? Und dann hast du einmal 3 Cheeseburger, Cola und. Ja. Und Apfeltasche 2 Stück bitte, ne? Ikea hört. Das ist nicht mehr, das heißt jetzt richtig Ikea und. Echt? Bauhaus, das musst du dir wirklich mal angucken.
Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht installiere ich mal und fahre mal ein bisschen die Promos. Mal gucken. Mal gucke ich mal, ne? Ja, immer mach mal. Schön in Ruhe, wir haben ja Zeit, ne? Ich fahre mit dem Controller, Ike, guck. Ich fummel mit dem Controller rum, das ist voll geil. Ja, nee, ich mache in den Bällen ein bisschen was anderes hier. Da muss Schatzi noch ein bisschen reinkommen. Oh, die ist gerade aufgestanden. Also ich würde gern so einen Red Bull nehmen, Schatzi, wenn du rauchst. Kannst du mal eins mitbringen beim Kühlschrank? Das wäre lieb, Möschen. Lieb dich auch. Bitte was sagen. Alter! Icke! Alter! Alter! Ups! Jetzt wollte ich die Herz zeigen, ist mir der Controller runtergefallen. Meine Nudelwarze war zu groß. Hier, so. Dankeschön, Icke, für 5 Euro nochmal. Oh, Schatzi, bringt mir einen Red Bull. Ach, du bist ein Schatz. Dankeschön, dafür kriegst du ein Küsschen. Aufs Nüsschen. Oh. Ha! Ich habe einen Kuss bekommen, das unterm Livestream. Achtung, ich mache ASMR extrem. Wir trinken Red Bull extrem. So, Achtung. Achtung, leise. Geil, hä? Zum Wohl. Ich trinke auf Icke, ne? Und auf Achim und die anderen. Dankeschön fürs Dabeisein. Danke für die Spenden. Der besten. Icke haut ihr einfach mal klassisch 15 Euro raus. Gesamt. Dankeschön. Und Achim 10 Euro. Ihr seid die Besten. Liebe euch. Darauf trinke ich. Aber es geht gut mit dem Controller, Schatz. Ich kann dir mal Tricks zeigen jetzt. Quasi. Welche Druckpunkte? Schon rausgefunden. Ich kenne meine Frau auch 2 Druckpunkte, ja. Guck mal, Schatz. Wenn du. Kannst ja einen Drescher nehmen. Nee, haben wir noch einen Drescher drüben? Du kannst ja einen Drescher nehmen. Und dann kannst du mir dreschen helfen. Hier auf dem Feld, wo ich bin. Rechts raus. Da haben wir jetzt noch. Was haben wir denn? Wie viele Felder noch? Das können wir mal gucken. 57 Abwehren und 30 und 42. Markus C. ist gerade bei 43 noch ein Besamen. Und ja, da bist du, Dani. Genau, lauf mal darüber. Mal gucken, ob ich dir kurz helfen kann. Schau mal, mein Schatz. Da ist der Drescher, Schatz. Schau, guck, hier. Komm mal da zu mir, meine Süße. Wo bist du denn? Guck mal, Schatz, wenn du so vorn machst und da unten bist du schnell am Laufen. Ne? Da, komm mal, da kommt sie mir. Kommt sie. Bring du es. Na, nicht in dem Traktor, geh da mal raus. Wieso, willst du den? Nee. Komm. Alter, René! Für das nächste Ruhe, schluck ich ja den Schluck. Schatz, die Drehung. Nein, da ist raus. Dankeschön! Komm mit! Für die nächste Ruhe-Eier-Schluck-Challenge, lul. Dreh dich um! Da, mit dem Controller, Baby, da! Dreh dich um! Wo drehst du um? Dreh um! So laufst du, Schatz? Und da drehst du um, komm! Blickwinkel! Komm! So! Dreh um! Ja! Du kannst so oder so! Komm! Komm, Süßi! Hast du den Traktor eingeschalten? Kannst du auch mit Enter. Ja? Also du, wenn du in den Traktor reingehst, mit Blau, kannst du starten mit diese Taste und Blau. Dann kannst du einen ausschalten. Und raus gehst du mit Blau. So, jetzt komm mal mit, meine Süße. Komm mit, komm. Wenn du laufen schnell tust, diese Taste und dann so und springen tust du mit dieser grünen Taste unten. Ja, guck mal. Ja. Kannst du den Drescher hier anhängen direkt? Gehst du den Drescher rein? Hängst du den an hier? Ein mit Blau. Ja, und dann vielleicht Innenansicht gleich mal. Warten, weißt du wie, oder? Na, nochmal Blau. Du hast. Einmal,
das zu gebrechen jetzt, ganz unten, da ist das Gas, das ist... Und anhängen, zeigt er dir dann an. Einfach wegnehmen. Alter! Ja! Hab mich gemacht! Nee, nee, mach mich Spende, warte! Icke mal wieder, D. Ist die ganz ran, du musst. Nein, ich muss sowieso wieder ausmachen, aber ich mach mal eh ein zweit noch. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man den Controller noch nicht nie in der Hand gehabt hat. So, also, ist ja schon gefahren, das geht. Okay, ja, fahren, ja, fahren, das. Ja, komm mal, okay. Ah, war noch nicht so. Ja, so, jetzt zeigt er an, ah, na, mit dem Controller. Controller unten grün. Anders mit dem Controller. Jetzt wieder aus, dann sieht. Dann zu. Rückgrat. Dann fährst du jetzt hier so raus, dann rechts rüber zu mir rüber. Oder was? Du könntest. Ja, 57 müssen wir abwerten. Komm hier rüber zu mir. Ja. Test wegfahren, ja, dass du da. Und dann fährst du halt hier so durch hier. Da. Genau. Nirgends hängen bleiben, ne? Einfach mir folgen. Und Escape kannst du gucken, wo ich normal stehe. So. Jetzt musst du da rüberkommen, da wo mein Drescher steht hier. Nur aufpassen bei den Bäumen, fahr einfach durchs Feld hier, wo ich laufe. Ja? Ja? Ja, die müsst ihr jetzt auch sagen. Wie heißt das Ding da? wo läuft das denn? Wo läuft das denn da hin? Dankeschön, nochmal für 5 Euro von René und. Mach mal ein bisschen Gefühl. Ich hab doch so leicht eingestellt, Schatz. Nee. Nein, das kann nicht sein. Also. Mal drauf. Jetzt da so fest. Kannst du? Jetzt warte mal, warte, warte. Kannst du? Da ist das schon? Ausklappen ist. Geht das denn? Ja, aber geht auch, aber ich sag nur. Halten. Das ist so. Die umbringen. Blau, ne? Das so blau ist halt eine. Blau so. Ich denke. Ich will nur helfen, dass sie es lernt. Mit dem Controller. Dankeschön, Digi. René, 5 Euro, Icke, 2x, 3x, 20 Euro schon, Icke, oder? Alter, Digi. Was geht? Läuft bei dir heute? Da hat einer ein bisschen Geld bekommen, glaube ich. Und gönnt es mir ein bisschen was. Dankeschön, mein Freund. Icke ist Icke und René ist René. Dankeschön, mein Lieben. So, ich muss weiter dreschen. Das hilft jetzt nicht. So, Schatzi kommt auch schon klar. Man muss ja ein bisschen was. Ich finde das eben gut, dass man den Motor ne, so raus und dass man den Motor so starten kann mit dieser RB rechts oben und blau und mit
Puppen kannst du dann die RB-Schatze unten grün, ne? Schatz, die schon. Oben RB und grün, da hupst du. So. So ist runter, genau. Will er das Schatz ja auch reinkotten, ne, meine Lieben? So, jetzt wieder Chill-Modus, ne? Markus ist fest am Besamen, dann kannst du gleich die Felder auf, wo wir schon abgeerntet haben, wenn du Lust hast noch, Markus, mein Großer. Bin schon überall dabei hier. Oder muss nicht, du kannst, ne? Bei uns ist kein Muss, bei uns kann man's. Ich weiß. Ja, ich weiß. Kommst du klar, Schatzi? Hm? Wenn du Fragen hast, ne, Fragen, ne, Häschen. Und wenn voll ist, ist da unten ein LKW, da kannst du es dann reinschütten. Guck, ich lasse dir jetzt extra noch ein Fältchen hier, ne? Dann kannst du das schön ab hier noch. Und Tom wird sich freuen, weil ich jetzt auf jedem Feld was anderes packe. Und Schatz, das probieren wir jetzt mal. Komm, ganz knapp. Ja, ja, bleib nur auf deiner Linie. Ja. Sehr gut. Ja. Okay. Was hast du gesagt, Markus? Du wirst dich jetzt freuen, weil ich jetzt auf jedem Feld was Neues sehe. Ja, da bin ich ja gespannt. Ich lasse mich überraschen, okay? Ich guck's mir dann an. Und dann sage ich dir, ob es scheiße war oder gut, okay? Ist mir scheißegal, ob. Nein, weißt du, was ich meine, mein Großer? Ja, ja. Ich mach dann nur Spaß, Mama. Ja, Digi. Ja, Achim. Gut macht das, Schatzi. Gut macht sie das. Das hat ein Wunderkind, ne? Ah, sie macht schon gut. Das, ich weiß, wie das ist, wenn man noch nie einen Controller... Ich dachte eigentlich, sie hat mit Controller schon mal gespielt oder so. Mit Felix. Aber noch nicht, oder Schatz, ne? Und da muss man halt reinkommen. Ein Controller ist echt super gemacht, finde ich. Und wenn man dann das mal alles im Kopf hat, das Gucken auch, das muss ja auch lernen, hier das Links-Rechts-Gucken, so von innen und außen. Ich meine, sie streamt ja nicht, sie kann ja fahren, wie sie will, ne? Ich stream ja und ich möchte ja auch mal ein bisschen von innen zeigen, dann möchte ich es auch mal von außen zeigen, ein bisschen, ne? Und lieber nicht streamen, das ist jetzt nicht Hallo, so genau. Herr Icke. Ich bin da eher ein bisschen Wollte. Genauer. Icke, danke schön, Digi, für deine Spenden. Guckt Nina zu oder guckt sie Fernsehen? Die guckt zu. Okay. Ja, kannst du hochfahren, hast du gleich. Ja, hier im Rand meinen. So. Für deine Frau auch was? Hm? Für Dani auch? Ja. Was? Was, Dani? Ja, sie fährt auch. Ja? Ja, siehst du, Achim, guck. Da ist Schatzi vorne. Weil der Hintergrund dunkel ist, haben sie nicht gesehen. Ah, da hinten, na, da mit dem rosaroten. Mit dem Binken. Rosarot. Kopfhörer. Hier passt der besser wie mir. Aber Mama, wenn du fertig bist, Schatzi, drück mal. Was? Was? Jetzt komm, Alter. Alter. Bin gleich weg. Bin gleich weg. Oh, ich geh. Alter, du machst mich ganz nervös. Dankeschön, Digi, für 6 Euro. Alter, jetzt ist ram, bam, bam, bam. Jetzt ist das andere Video gekommen. Jetzt weiß ich es wieder. 1 bis 5 Euro ist das eine Video im Spendenkohl und ab 6 Euro ist das. Ich habe zwei verschiedene Videos von dem mit dem Biertanz. Genau. Jetzt weiß ich es wieder. Dankeschön, Icke. Alter, warte mal. Da gibt es noch mal ein fettes Herz in die Face hier. Dankeschön, Digi. 26 Euro. Dankeschön, Beste. Danke. Danke, danke, danke. Das ist kein Thema, Tom. Danke für deinen Support. Da werde ich nächstes Mal, ich werde es auf die Seite legen und an dich denken, ne? Ich leg's einfach auf die Seite. Hm? Für schlechte Zeiten. Ich leg's, ich leg's auf die Seite für schlechte Zeiten, ne? Leg's ja, ja. Flach also. Ne? Ah, Schatzi hat umgedreht. Ah, so machst du das. Ja, kannst schon fahren, Schatzi. Dann fahre ich da drüben, ne? Oh, Besuch kommt gerade. Ich bin weg. Ja, danke schön, Digi, für die Spenden. Schönen Gruß an deinen Besuch, ne? Ja, Marek, schick mit drin, ist ohne. Ja, immer. 26 Euro habe ich den Tom gespendet. Versteht er? Wer versteht ihn? Die alle, oder? Nein. Ja, ja, klar, mal.
Weißt du, musst dir das mal bildlich vorstellen, weißt du? Ja, einen Sex hat mit seiner Freundin. Ja, mit seiner Frau. Alter. René L. Wer was? Der René L. grüßt. René, moin! Ja klar, René hat auch gespendet vorhin. Dankeschön. 5 Euro. Dankeschön. So. Mein Lieber. Oh ja, da mach ich mit. Bankenfall, Schatzi, Bankenfall! Achso, kannst du nicht. Nur im Handy. Weil bei ihr, wenn man rausgeht, ist es ein bisschen blöde. Da muss ich hier vielleicht mal. Magst du deine Handyhalterung, Schatzi? Gibt's ja da nicht was ab, ne? Soll ich dir die Handyhalterung bringen? Kannst du zwischen den Bankenfall mitmachen? Kannst du immer stoppen mit Escape. René macht auch mit. Bringst du hier schon, Baby, was? Kein Problem. Oh, die ist so fleißig. Guck, die ist voll im Fleißigungsmodus hier. Ich lob sie, die große Dani. Ja, aber voll. Ich lob sie, die große Dani, hat Achim gesagt. Ja. Gut macht sie das. Der Wagen ist leer. Ja, das bin ich. Sie macht's besser als du. Sie macht's besser als ich? War ein Spaß, Tom. Immer dieser Dittenbonus hier, echt. Nein, nein. Nein, sie macht das schon gut. Sie hat das schon. Sie kommt da schon rein. Du musst noch die ganzen speziellen Sachen wissen, so, wo man lernt, wo ich auch lernen musste und Martin mir geholfen hat, ne? Weil Martin ist eigentlich hier ein bisschen expertenmäßig besser dran als ich. Wie der Heavy auch bei Battlefield. Ja, der ist also so ein bisschen, beschäftigt sich mehr. Ich bin einer, der reingeht und spielt. Ich kenne mich aus mit Battlefield, aber man lernt dann natürlich immer ein bisschen was dazu. Ist noch nicht voll, Schatzi. Auch noch ein bisschen. Da, wo ich bin. Da, zum LKW. Zum Traktor-Anhänger. Zum Traktor. Und dann kannst du hier nächste Ding... Warte mal, Motor aus. Ich muss das lernen. Nee, warte mal. Also die nächste Anschaffung, die wir machen müssen, ist ein LKW, weil Tom immer sagt, zum LKW. Zum Hänger. Da, komm mein Schatzi, komm. So, so fährst du hin, hier, da. Tom, versteh mal. Tom, du hast einen Hänger. Das nennt sich Anhänger. Anhänger. Komm her zum Hänger. Komm her zum Hänger. Oh, ich hab einen Hänger. Junge, Junge. Ja? Oh, hast wieder einen halben Ding gemacht, einen Dreher, ne? Dreh um, mein Schatz. Knapp vorbei, Ruhe ausfahren, von außen an Sicht. Ist es. Umdrehen. Ja, bei mir kurz. Von den Komm zu mir. Ja, ausladen schnell. Anhänger. War jetzt vor und dann links. Oder vor und ganz rechts. Du kannst ja gucken hier. Ah, wieder rechts, weiter rechts. Du musst gucken. Das ist wie im Kopf. Ist ja echt auch nicht so gerade. Ah, und? Kannst du auch kompliziert machen. Dann machen wir mal von hinten, dann sieht man. Wo aus? Das kannst du mit. Du musst links fahren, Baby. Alter. Lern mal mit dem ein bisschen zu gucken. Allerdings. Guckzaum ist das hier. Hast du? Ja, genau. So, fahr mal links. Fahren wir nochmal zurück. Ein bisschen üben, dann. Ja, und jetzt vor. Bist du weit? Ja, stopp. Da ist eine Laterne. Eine Laterne, ein Mast. Mast. Vor. Links. Links. Das ist rechts. Links. Das ist links, Schatz. Du hast mein... Kannst du mal weggehen? Also, bitte jetzt. Entschuldigung. Fahr mal zurück und dann links, Baby. Boah. Links. Vor und links.
muss ausladen mal kurz, dann können wir weitergehen dort. Dann kann ich ab. Ja? Ach, ich sitze ja auf der anderen. Ja. Oh, sag das. Sag ich die ganze Zeit schon. Vor? Vor? Rechts unten Gas, ja. Ich bin sachte mit dem Controller. Einfach denken, das ist mein. Scheißig. So, dann. Ja, da ein bisschen. Vor und links. Vor und links. Links, links, links noch ein bisschen mehr. Links mehr, links. Ich hört den noch nicht. Ich sag links, links. Einfach links jetzt. Einfach links. Du kannst schief auch einladen. Muss nicht. Ja, noch mehr. Noch mehr. Noch mehr links. 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 Und jetzt vor und stopp. Stopp. Zurück. 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 Stopp. Stopp. Sehr gut. Jawohl. Haben wir schon fast voll, ne? Hier den LKW. Den Hänger. Sorry, Markus. Oh, geht noch ein bisschen rein, ich lade ab. Dann kannst du gleich aufs nächste Feld dann rüber hier, gell? Mäuschen. Wenn du Escape drückst, siehst du das Feld, ne? 57. Nicht so groß. Ja? Genau. Und jetzt einfach rechts rüber. Also Gas geben, rechts und dann ganz nach hinten fahren. Und da ist das Feld. Das kannst du abdreschen. Kann dir gleich helfen. Ich lade mal ab, ne? Unser teures Raps. Rechts unten Gas, maybe. Gas. Rechts. War hinter meinem Drescher vorbei. Vor, vor, vor. Und dann rechts. Pass auf, das ist mein Drescher. Ja, rechts. Und dann ganz bis unten zum Feld. Rechts. Und dann runter. Guck mal, Schatz. Ja, da bist du. Wenn du Escape drückst, hör mal shit. Hier auf die Welt. Das letzte Feld hier unten, schau da drüben, das Feld hier. Jetzt mal andreschen. Ich fahre schnell den LKW weg. Ja. So. Leute, sind ein paar Spenden hier reingekommen. Ne? Dankeschön, meine Lieben. Bitte, bitte. Danke für euren Support. Ja. Magst du jetzt gehen? Und noch machen wir eine große Runde, oder? Und später machen wir noch eine größere Runde. Eine kleine, ja. Schatzi, geht schnell Pipi. Aha, ohne dich? Also mit dem Hund. Der muss ja auch noch, hat auch seine Bedürfnisse. Ja, ja. Oh, der, das ist, warte mal, stopp, stopp, stopp. Bremsen, warte mal, stopp. Geht gar nicht. Warte mal, aber 50 ist besser beim Controller. Habe ich bei Schatz ja auch eingestellt. So. Gab's es RB und... Nee. Ah, RB und der gelbe Knopf ist es. Genau. Läuft! Ah, das war jetzt wirklich geil, Leute. Mit dem Spenden. Arime, Icke, René. Alter. Nice. Wirklich nice. Hätte ich jetzt nicht erwartet heute, muss ich ehrlich sagen. Es ist so viel Arbeit. Es ist ja so, dass ich jetzt noch
Ne, Markus ist ja noch dran. Wir machen das noch. Ich helfe jetzt einer Schatzin auch hier abzuernten. Und das obere Feld lasse ich, weil das schaffe ich heute nicht mehr. Weil ich nachher dann ein bisschen Battlefield spielen will. Den hängen wir jetzt dahin. Ich will heute noch ein bisschen ballern. Ich bin jetzt schon fast 2 Stunden, also 1 Stunde 45 am LS zocken. Bin. Natürlich nur für euch, ne? Oh, Markus, heute bin ich wieder rumgeklettert auf den LKW. Auf den Booten, meine ich. Aber jetzt könnte ich eigentlich reparieren, ne, Markus? Mit B. Ja, doch. Reparieren, ja. Habe das früher auch gekonnt? Dieses Schneidwerk und alles reparieren, oder? Ist das neu, Martin? Ja, das war schon immer. Hat es das früher auch schon gegeben? Ja. Echt? Ja. Okay, wieder was klären. Aber meine konnte ich noch nicht reparieren. Schade eigentlich. Ich habe nie eine gemacht. Bitte? Ich habe wahrscheinlich nur nie eine gemacht. Okay. Hast du dir noch mal ein schönes Jolly geholt? Ich sehe es von hier her. Ein also mit der Taste links RB kannst du runter. Ne? Da wo ich jetzt bin, dann... Zähl mir das Feld noch, Hase. Kannst du noch helfen, wenn du willst? Pause kann man immer machen. Also du musst hier nicht voll immer die ganze Zeit im Feld rumeiern. Ja, bitte. Achim? Achim ist raus. Max, der ist kommen, Schatzi. Dass man dich hört. Na, ja, eh schon gemutet. Bist du Emi? Ja? Willst du rauflupfen? So fein bei Mama, ne? Musst du echt rausfahren mit dem Controller, ich finde das gut, weil du kannst so, ne? Diese, schalt es ab. Guck, dann geht er hoch. Also einschalten, ne? Wo geht's? Aber das Beste ist das schon, den, das ist Hupe, den und den ist Hupe. Ja? Und mit dem und den tust du runter. Also an der linken Seite schaltest du ihn ein, du? Den und den. Da kannst du halt gucken, ne? Egal wie. Ne? Das ist innen, außen. Kopf kannst du gucken. Ne? Deswegen ist es gemacht, ne? Das ist das Gute dran, habe ich gefunden, weil das finde ich nämlich super, dass man. Ne? Das ist einklappen, diese links und grün ist einklappen. Du musst ja nur mal die Controller ein bisschen durchchecken, dann hast du sie mal drin. Das ist runterlassen. Und nur das wieder und der ist ausschalten und aussteigen. Wenn du dann läufst, laufen ist dann so oben fahren. Irgendwie jetzt gehangen da drüben dran. Also der ist einschalten. Der und der ist runterlassen. Dass es gerade kurz gehangen hat, lag daran, dass ich gerade was Kleines gekauft habe. Ah, deswegen? Ich dachte schon. Nee, ich bin irgendwo. Das ist manchmal so ein kleiner Bug, bin ich gehängt, ne? War schon fein mit dem Controller, muss ich sagen, meine Lieben. Nachher gibt es noch ein bisschen Battlefield 5, meine Lieben, und ganz später vielleicht, wenn ich noch Bock habe und mal Battlefield vielleicht so Stunde 30, mal gucken, 2 Stunden, wenn es gut läuft. Also nicht so lange heute, mal gucken, 20.13 Uhr, ja, ein bisschen, ne, wenn Markus noch da ist. Wir haben ja hoch die Ende Wochenende, ne? Müssen wir ein bisschen ausnutzen. Gott sei Dank. Richtig, aber mehr als Gott sei Dank, du. Und, guck, Schatz, ja, und da am Ende, Schatz, ich auch, guck,
Da kommt man nämlich nicht rein, weil da hinten so ein blöder Zaun ist. Da musst du eigentlich ganz genau, muss ja nicht extrem draufdrücken, sondern nur ein bisschen, so ganz leicht. Fährt der von Leine, wenn nicht, dann fährst du einfach mal zurück. Geht eigentlich ganz gut. Und so von außen ist halt am besten, da siehst du alles, ne? Von oben. Und dass er automatisch fährt, Schatzi, guck mal, dass er automatisch fährt, drückst du beide und einmal rot. Das ist automatisch. Und wenn du dann sowieso bremst, bleibt er sowieso. Und beide und rot ist automatisch fahren. Und beide wieder rot, hört er auf. Habe ich rausgefunden. Deshalb wollte ich einen Controller, weil ich finde das eigentlich ganz chillig, so ein bisschen drin zu sitzen und einfach mit dem Controller hier zu spielen. Ansonsten gewöhne ich mich an meine Brille, Markus. Das ist schön. Das Problem ist, dass ich sie natürlich beim Arbeiten nicht anhabe. Ich möchte sie einfach nicht beim Arbeiten mitnehmen. Das ist mir zu teuer, 498 Euro Brille. Weißt du, auf das habe ich keinen Bock, ne? Ich meine, der Michi, der macht es mir eh eigentlich, aber ja, was ist, aber die ist nur für, ja, halt Arbeitsbrille wie für da, hier, ne? Buddy joined your channel. Und dann anderen Zeug, alles. Eigentlich zum Fahren brauche ich es hier gar nicht sehr weit. Das ist eigentlich nur nah, ne? So, die ist eigentlich viel weit und nah, ne? Hast ja auch so eine, oder Markus? Oder hast du nur eine für nah? Was bist du? Weitsichtig? Kurzsichtig? Ich bin kurzsichtig. Okay. Aber dann hast du für weit auch, ne? Alles nah und weit, ne? Für nah brauche ich nicht. Ja, okay. Ich brauche nur für Weitsicht. Okay. Und ich bin weitsichtig, ich brauche nur für nah normalerweise, ne? Aber das ist jetzt eine Kombination, weißt du, von allen. Ich sehe, dass du drüben auch halbwegs scharf, ne? So ein bisschen. Aber meine Brille hat auch nur 50 Euro gekostet. Echt? Komplett, ja. Aha. Mr. Specs. Nur Lesebrille. Mr. Specs. Nein, keine Lesebrille. Das ist halt eine normale Brille im Prinzip, dass du halt normal gucken kannst. Mhm. Hab das halt mal Michi gegönnt auch. Der macht auch gut als. Wow, was ruckelt jetzt? Was war jetzt? Alter. Ja, Alter, ich brauchte jetzt auch noch einen anderen Traktor hier. Ah, deswegen. Wo ist denn Schatzi? Ja, da auch das Speichern. Wo ist denn die Süße? Ah, da drüben, sie ist noch ihr Eis, ne? Ganz chillig, Schatz. Wir haben keinen Stress. Kannst du ein bisschen rum. Du kannst ein bisschen rumprobieren, nur so mit dem Controller. mit dem Drescher. Dann weißt du, als aussteigen, einsteigen. Habe ich auch gemacht vorhin, Schatz. Und dann weiß ich, ah, da ist Markus. Den habe ich gelehrt, ja? Hast du gerade durchgezwitscht? Gut, durchgeswitcht? Ja. Der ist so gut, der rechte Kontrolle ist ja gut zum Gucken, ne? Links, rechts. Weil wenn du da mal wirklich drin bist, Schatz, ja, dann hast du es wirklich, dann, ja, wenn man alles weiß, die anderen Tasten kannst du ja über Tastatur verwenden. Das ernte ich jetzt noch ab und dann spiele ich Battlefield. Ich will ballern. Battlefield kann man eigentlich einen Controller ausspielen, ja, glaube ich, schwierig, ne? Martin. Wenn man immer Tastatur spielt. Keine Ahnung. Was? Was? Alter! Bitte was? Der Achim wieder, Alter! Achso! Vom komplette Team da schon? XY Doc Austria. Ein Lied für Dani. Für Dani. Ich liebe dich so sehr, doch das zu sagen fällt mir schwer. Drum sitze ich. Ist das nicht, Katharina, was der Markus immer laufen lässt? Weißt du noch, Markus? Nein. Gibt's das für Dani auch? War das auch nicht schön, riskiert? Ja. Sing ich noch mal dein liebstes Lied. Oh, Dani. Oh, Dani. Du bist sexy, witzig und schlau. Oh, Dani. Oh, Dani gibt's jetzt auch schon, oder? Ich will immer bei dir sein. Komm, Dani, für meine WhatsApp-Gruppe zu hören. Oh, die drei, Alter. Ja, mit seinem Stock. Ich lade dich zum Dinner. Er sieht aus wie Achim, ne? Und der eine. Deine bist du.
Achim, danke schön für 7 Euro. Er sieht aus wie Achim, ne? Der Heide, wenn er noch ein bisschen länger hätte, ne? Ne, Achim? Tom, siehst du mal, Dani, in der WhatsApp-Gruppe ist das Lied ein bisschen ganz drin. Ja, aber gibt's das, ja, in WhatsApp-Gruppe ist das ganz drin. Gibt's das jetzt für Dani auch? War das nicht mit Katharina oder so? Ja. Es gibt mit vielen Namen, es gibt auch für machen Tom. Machen die für alle Namen? Ja. Die machen in allen Namen? Ja. Nur das? Ja. Mit verschiedenen Namen? Ja. Das finde ich jetzt mal ein Geniestreich. Das finde ich jetzt mal ein Geniestreich. Auch Achim, auch mit Männern? Ich weiß ja. Nicht. Nein, nur Frauen, oder? Karin. Hä? Karin. Was? Karin. Fahr du, Schatz. Geh du. Komm, wir tun ein bisschen küssen, Schatz. Achtung. Komm, von daher habe ich das ja. Komm, küssen. Oh, ja. Na, nicht poppen. Küssen. Schatz, stopp. Aus. 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 Geh weg. Ich komm nicht weg hier hinten. Ich häng im Rohr. Also, ich hab ein Rohr in der Hose. Geh weg. Schatz, weg. Oh, Dani, du super Frau. Ich und Dani. Oh, kannst gleich die Schneise mitfahren. Ne? Mach mal, fahr jetzt mal rauf und dann drückst du beide, fahr jetzt mal so rum, ja? Und dann drückst du beide vorne und rote einmal, dann geht automatisch. Mach mal. So beide die. Halt mal so, ja? Und jetzt drück mal beide so und den roten Knopf. Beide vorne, so. Ja! Ein bisschen eher von unten, ja, genau. Ganz chillig. Super. Wir haben uns geküsst. Und du wolltest gleich wieder poppen hier. Ich hab gesagt, küssen. Nein. Nur Spaß, mein Lieben. René hatte Spaß. Oh, Dani, du kluge Frau. Dankeschön, Achim. Wie heißen denn die? Was? Wie heißen denn die, wo das singen? Habe ich dir WhatsApp-Gruppe geschickt. Ja, okay. Das ist eigentlich ein Clou, weil du machst ein Video mit einem Namenslied, ne, ein Video, und dann von allen Namen nochmal auch nochmal und lass einfach das gleiche Video laufen. Versteht ihr? Simpel, ne? Ja. Schatzi kommt! Schatzi kommt! Markus kommt! Mit Gehupe, warte mal, ich hupe auch, hier. Mit rechte RB-Oben-Taste und grüner Knopf 1. Ich finde das lustig mit dem Controller, da kommt man echt noch rein mit der Zeit. Ja, Schatzi macht das gut. Ah, sie fährt wieder runter. Ne, okay. Ja. Warum machst du das? Man muss... Unser Raps, Markus, was machst du mit dem schönen Hänger, Markus? Och. Mal schauen. Ich brauche ja auch ein paar Hänger auf meinem Hof. Ah, deswegen, ja. Mist, oder? Kannst du. Haben die Kühe schon wieder Mist produziert? Du kannst mal an den Kühen gucken, wenn du Lust hast. Ja, ich habe gerade eben schon bei meinen Pferden nachgeschaut. Mhm. Weil wenn wir jetzt absehen, können wir nochmal Gülle und so ein bisschen versprühen. Ne? Wenn Schatzi mal ein bisschen Scheiße aufs Feld hauen will, dann kannst du das machen. Willst du mal, Baby? Ein bisschen Gacki aufs Feld schmeißen. Das hätten wir jetzt noch ab, meine Lieben, und dann spiele ich Battlefield. Ich hab Bock, ein bisschen Battlefield zu spielen. Denn ich hab das Spiel so gern. Ist auch schön, mal eigentlich auch zwischendrin zu sterben. Ich spiele natürlich nur. Zum Wohl, meine Lieben. Alter, heute ein Blackout am Morgen, Markus. Wieso? Kreislaufprobleme komplett. Schwindelig warmer. Ich hab gesagt, nee. Na, hast du wahrscheinlich zu wenig getrunken. Ja, habe ich auch. Aber ich habe dann schon kurz was getrunken am Morgen. Ja. Hab dann geschlafen bis 11, halb 12. Ach, warst du heute zu Hause? Dann hat, ja, nur bis Mittag. Am Mittag bin ich arbeiten gegangen, die knapp 4 Stunden. Habe ich noch Boote abgedeckt. Das war schon wieder Stress hier. 11.
gut mit der Automatik, ne? Wenn du einfach mal drückst. Man kann ja immer drücken, ist auch schön, Gas geben. Guck mal, Daniel und ich schön am Arbeiten, Markus auch. Martin ist, ich weiß nicht, was er macht. Was machst du Schönes, Martin? Ich mach nix. Du machst nix? Ich mach Mist. Du machst Mist? Zack. Ups, sorry, Schatz. Fahr nur die Schneise, ich nehme das mal mit. Kannst schon wieder. Und drück mal die linke RB-Taste oben und blaue und das blaue Zeichen. Mach mal. Also links RB oben, also links oben und blau. Dann tust du die Schaufel hoch. Ja, schön. Oh, guck so, sie macht das jetzt richtig schön. Ne? Wieder zurückfahren. Mach mal das mit der Schaufel, dass du es auch kannst. Baby? Nein? Keine Lust? Ah, du hast die Schaufel ein bisschen höher. Okay, alles klar. Also links und blau. Dann tust du hoch und runter. Du kannst auch runterfahren. Einfach zack loslassen und die beiden Knöpfe drücken und roten. Dann läuft er von alleine. Besser zum Fahren, so zwischendrin. Genau. Dani ist schnell. Ja, guck mal, Schatz, auf meinem Monitor siehst du dich. Guck. Da ist die Dani. Mit der Zeit bekommt man das Gefühl, gell? Mit dem Lenken. Ja, du musst wirklich paar Mal. Du musst ganz leicht, Baby. Du kannst auch bitte. Schau mal, du machst den Controller ganz leicht. Guck mal, da kannst du ganz leicht. Wenn du ganz leicht tust, ist wie mit der Drohne mit dem Joystick, wenn ich fliege, Schatz. Oder Leute, eigentlich ist genau, deshalb kann ich es ein bisschen gut schon mit dem Controller. Mit meinem Flugcontroller ist nichts anders. Ich habe hier, wenn ich nach vorn fliege und ich tue ganz leicht oder ich fliege jetzt im Kreis und mache leicht, ne, kannst du ganz leicht tippen. Das merkst du jeden Ding. Und wenn du voll machst, ist voll. Und dann kannst du wirklich Geschwindigkeit von 2 km bis 30, 40 km oder so. Ne? Wenn du in den Sportmodus gehst und so viel du drückst, ne, nach links oder rechts, ne, so viel dreht er sich auch. Boah, Schatzi lässt hier einiges stehen hier. Ich mach das mal, Baby. Muss da ein bisschen dran fummeln an den Controller, damit du da mal reinkommst. Nicht zu scharf die Kurve gleich nehmen, weil. Und das mit dem Schwenken auch mal ein bisschen lernen hier. Der Kamera. Ich glaube, die kann ich auch noch einstellen, dass die nicht so schnell geht. Obwohl das schon passt. Das passt schon so. Und wenn du mal so fährst, ganz schnell die zwei oben und rot drücken. Immer so automatisch. Muss ja nicht. Sag ich nur. Dani. Ich bin voll. Ich bin voll, ich lade aus. Geht dein Teil raus, dann ist wieder leer. Ich weiß aber nicht beim Controller, wie man das Rohr rausfährt nochmal, habe ich vergessen. Das will mach ich Fenster auf, mach dort dein Rohr raus. Ja, ich möchte jetzt wissen, wie das ist. Ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. Warte mal. Dann musst du gucken. Wie dreckig, lass sein. Hm? Nein, meinst du es immer sauber? Das Licht? Beide drücken vielleicht. Nein, das ist automatisch. Warte mal. Welche Tastenkombination ist das beim Controller, das rausfahren? Hebedeinstellung. Wie heißt das? Wie heißt das, wenn man das rausfährt? O. Hm? O. Nach O. Original ist O. Ja, original ist O, aber wie heißt es? Warte mal, ich guck mal bei O. Da. Hupen. Nee. Null, warte mal, wo ist da, oh, Rohr ein-ausklappen heißt das. Rohr ein-ausklappen. Guck mal, Controller, wo das ist. Rohr. Sicher RBM, oder? Blickkamera, RMD. Das ist gar nicht drin. Jetzt nicht? Du kannst auch in Days kommen, gell, Schatz? Manuel Zen ist hier, moin, Digi! Er ist jetzt reingeschaut im Chat.
Na, wie geht's dir? Der Tom ist sehr beschäftigt. Ja, extrem gerade. Hast das, wenn ich was nicht weiß und das, ich möchte es wissen, da, Rohr, wo ist es denn? Springen. Nein, oder? Ich weiß, dass O ist, ich möchte es aber beim Controller finden. Da, Rohr ein ausklappen, Driving Force GD, LPDB Down, Sintboot Gamepad. Was? Das ist kaputt. Wie heißt das? Oh, einer von LB? DB? Down? Ah, DB Down und... Warte mal. RB, DB Down. Ah, Schatzi, Rohrausfahren ist das, so? Schatzi, Rohrausfahren. Das und einmal runter, komm. Dieser Ding. DB ist das. Zack. Einmal, den Knopf. Fahr du. Okay, ich hab's. Ja, Dani! Dani. Sehr schön, hab's gefunden. Ja! Das wollte ich wissen. Ja, wenn ich Controller schon spiele, oder, dann will ich auch wissen, wie man rein rausfährt. Oder halt das Rohr zumindest, ne? Dass das auch passt. Ist das so okay mit der Kamera, Achim? Ja. Wo ist Achim? Weg. Wieder da. Ah, okay. Roman, ich wollte gerade LS19 socken, gehe auf Xbox und dann kann ich kein Update machen. Was? Wie? Du kannst kein Update machen. Kenn ich mich nicht aus mit Xbox. Du musst Xbox nur im Internet anschließen. Dann kannst du ein Update machen. Digi. Oder? Du kannst ja bei Xbox kannst ja Internet anschließen. Ja. Oder bei WLAN. Ja, Xbox geht ja WLAN auch, ne? Tom? Ja, das bin ich. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, ich habe jetzt dein Fahrsilo jetzt hier mal wieder bereinigt. Was? Wie meinst du? Da, wo jemand Dinge hat liegen lassen, die nicht dahin gehören, wo sie hingehören. Wer hat das liegen lassen? Weiß ich nicht. Wo liegen lassen? In der Wiese? Nein, im Fahrsilo. Okay. Ah, komisch. Da, wo du ablädst halt, also ja. Heizen, ja. Etc. Okay, ja. Ah, da drin. Achso, das habe ich hingelegt, Digi. Dankeschön. Da wollte ich noch fragen. Ja, danke. Mit der Schaufel, oder? Ja. Ja, da, das war das, wo ich noch einen Rest drin hatte und ich keinen Bock hatte, das extra in den LKW reinzutun. Das war ich, ne? Da muss ich ehrlich zugeben, das war ich. Das habe ich einfach so reingehauen. Ja, gucken. Du, ich habe es jetzt aufgeräumt. Ja, zum Gucken, ob er es annimmt, ne? Wollte ich wissen. Aber er hat es dann nicht angenommen, das war doch zu knapp. Ja. Weil es muss I anzeigen und so weit kommst du mit dem Rohr nicht rein. Da habe ich einen Dresch. STRG. So. Und I? Ja. Drückst, dann lädt er es halt einfach so ab. Und ja, ich weiß. Deswegen habe ich es jetzt weggeräumt. Ich weiß. Na, Schatzi, darfst du das noch machen? Meine Süße? So. Ist aber die Beste. So, zusammenklappen. Also zusammenklappen ist unten dieses... Okay. Alles klar. Oh, bremsen. Und ausklappen ist das und Mist. Ist diese Linkstaste und. Was war denn das jetzt nochmal? Die Taste und. Hä? Ich muss ausklappen, sonst kann ich das Rohr nicht ausfahren, ist klar, ne? Ja. Mach das mal, Schatzi. Und du auslädst? Tom, wo hast du denn den Milchanhänger hingestellt? Gute Frage. Ja, ja, super, super, Schatz, super! Ah, du warst so perfekt! Du warst so perfekt gerade! Bisschen auch rüber. Du musst ein bisschen von hinten, dann siehst du es besser. Ah, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ja, ja, perfekt! Oh, aber hey, Applaus, Applaus! Sauber. Dann probier mal so, den zu drücken. Und den da, guck. Den und den unten. Aber ist lustig. Du kannst mir das natürlich auch machen. So lernst du es nie. Ich stehe ja schon. Tom, wenn es mit der Tastatur besser kann, mit aus. Guck mal. Willst du ein bisschen spielen, abbrechen? Oder ich spiele noch Battlefield. Ne? Und wir haben noch zwei Felder. Du musst immer gucken, wenn du nicht weißt, welches Feld abzumähen ist, dann als Escape und dann auf Feldfrüchte, dann siehst du, welche noch fehlen. Diese blauen sind unsere, ne?
Guck, ich zeig mal. Guck. 30, 42, da kannst du eben erntereif, ne? Das sind unsere Felder. Guck, die ist da, also blau hier. Das ist blau. Das. Dabei der Motor läuft. Tom, wie wär's, wenn Dani einfach auch in den Test reingeht? Sie geht ja jetzt raus, oder? Ja, deswegen sagt ja, das Problem, ich kann nicht raus. Wenn ich jetzt rausgehe, geht ein Bildschirm zusammen und ich weiß nicht warum. Ach so. Ja. Okay, also Steuerung. Habe ich ein kleines Bild? Warum? Ja. Na kack. Ich weiß nicht, warum das beim Laptop so anzieht. Hast du das mal probiert, wenn wir alle mit drauf sind? Nein, nein, das ist so. Die Steuerung vom Laptop ist gut. SDRG und SG. Sieht dann mit 180. So, ich bin da. Ich sag ein extra Spendenkohl-PC für Dani. Buddy was moved to your channel. Was war? Laut. Okay. Haben wir dich stumm gestellt? Stumm? Ich muss mich. Ich muss dich. Aber du musst ein anderes TS. Wie haben wir das gemacht? Kanal, wenn er im Battlefield geht. Ja. Ich hab sie gemutet, oder? Dann hört ihr mich aber. Echo. Muten. You were moved. Hey! Warte, lass mich oben. You were moved. Warte mal. Dem war aber gut. Bei dem Mund, wie haben wir das? Sie muss dich mute und du musst sie mute. Ja, beide müssen sich einfach muten, ganz einfach. Jetzt. Hörst du sie? Ja, eben, ja. Hört ihr mich jetzt doppeln? Nee, oder? Ja. Ja. Was, ja? Wir hören dich über Dani und über dich. Aber Dani hat mich gemutet. Nee, jetzt könnt ihr mich nicht mehr hören. Das kann nicht sein. Doch. Ja, hier, bei meinem Mikrofon. Und bei der Schatz ja auch noch. Hört ihr Dani? Man hört euch beide. Wie haben wir das gemacht? Einfach oder doppelt? Doppelt. Doppelt. Beide. Wie machen wir das? Boah, wie warte mal. Ihr müsst ja nur Dani hören, bei meinem Mikro. Ah. Ups. Ach, Dani. Warte mal, Schatz. Ich muss ja ihr Mikrofon muten. Aber jetzt. Oder? Ja. Jetzt geht's, oder? Ja. Jetzt geht's, genau so haben wir es gemacht. Und du hörst ja auch um das. Man muss das Mikrofon von ihr muten, ist ja klar. Weil das nimmt ja mein Ding auch noch auf. Aber jetzt hört die Dani auch, wenn sie redet. Ja. Ja. Emi, geh du mal aus der Sonne, weil ja, das hier. Tom muss sagen, du verdienst Geld für ihr Essen. Mein Knochi. Emmy? Schade. Ach, Pups. Ich muss einfach sagen, und ein gutes Würstchen. Aber nee, lass ich nur mal rein. Einkommen. Sehe ich nicht. Wenn du Steuerung machst, dann zieh. Markus, irgendwann muss man wahrscheinlich für Dani eine Spende machen. Ja, sag ich ja. Spendenkohl für PC für unsere liebe Dani. Ja.
Martin? Ja? Kennst du eine, oder hast du eine Möglichkeit, irgendwie die Trecker zu markieren? Dass man die erkennen kann, dass die zu welchem Hof die gehören? Nee. Nee, das ist ja nun mal... Doch, das kannst du mal, du einfach die Farbe aussuchst, wie die Farbe der Hof ist. Ja, aber das ist ja das Problem, weil bei vielen Trägern kannst du die Farbe ja nicht groß auswählen, ne? Das ist schlecht. Ja. So, ich gehe jetzt in der E raus, jetzt kommt Battlefield. Ich hoffe, ihr guckt mir zu, wenn ich ein bisschen morde, ne? Nein. Was? Frieden schaffen darfst du statt Waffen. Ihr wollt mir nicht zugucken. Guck dir doch zu. Oh. Dani kommt natürlich gerade in dem Augenblick rein, wo ich die Türen aufmache. Jetzt immer zu einer Quietfahrt. Ich war das. Quietfahrt. Und die Türen gehen auf und zu. Ich brauche hier. Achso. Ich brauche hier 50 Liter Öl. Echt Öl? Läuft für dir. Was hat? Dann kannst du oben noch das Feld abräumen. Da bringe ich jetzt den LKW noch hoch dann. Wo kaufe ich Kühe eigentlich? Hashtag. Tomat hat alles. Hashtag sauber machen. Und sollen wir das obere Feld auch noch abernten? Und dann Battlefield. Braucht ja nicht alles heute, dann hast du auch noch ein bisschen Arbeit. Dran, ne? Alles, was du jetzt aberntest, säst du morgen. Mhm. Du wirst sehen, was du erntest. Richtig. Genau, weil ich habe jetzt nämlich genug gesät heute. Boah, was ist jetzt für ein Ruckler? Keine Ahnung. Alter, wie mir steht das Bild? Ja, bei mir auch. Alter, oh, Server stürzt ab. Warte, ich guck. Das hat sie auch, ne? Ich hab Kühe gekauft. Alter. Warte, jetzt ist alles kaputt. Warte, jetzt ist alles am Arsch. Ich hab eine schlaue App, ich guck mal kurz auf euch. Ich hab nur Kühe gekauft. Jetzt hast. Ich glaube, jetzt hat Martin. Jetzt hat Martin alles kaputt gemacht. Es ist alles am Arsch, Leute. Jetzt komme ich nicht mehr aus dem Game. Jetzt kann ich sogar noch den Stream neu starten. Oh. Oh, Martin hat es geschafft mit seinen fucking Kühen, hey. Hey. Oh. Ich komme nicht mal aus dem Dusk Manager, nicht mal rein mehr. Der Server ist knallerot. Na. Der brennt, jetzt fliegt gleich alles um die Ohren. Ich komme nicht mehr raus. Jetzt kann ich hier den Stream stoppen. Ich komme wirklich nicht mehr raus. Ihr auch nicht mehr, oder? Liebe Zuschauer, wir machen heute einfach mal so ins Stream. Mann. Ihr mit eurem... Martin? Ja, jetzt hat es ihn komplett rausgenommen. Ich kann nicht mal in den Dusk Manager gehen, Leute. Ohne Scheiß. Ich auch nicht. Ja. Martin Kühn hat alles gecrashed, mein Freund. Ja, so, wir spielen gleich Battlefield. Hilft nichts. Martin hat den Server gecrashed. Ja, wirklich, Leute. Es geht nichts mehr. Der ist down. Ist tot. Ich stehe hier nur drin. Mit dem Sound. Hört ihr es? Der hat ich sehe es bei mir selber. Von der hat ihn komplett weggewichst. So, ich muss stoppen. Ja. Ich muss stoppen, ich muss den PC neu starten. Du hast alles gecrashed. Du hast alles gefickt jetzt gerade, Martin. Aber dann weiß ich, dass mein Windows-Fix funktioniert. Ja, ich muss raus, Leute. Hilft nichts. Stopp. Man kann nichts mehr raus, Mann. Ich meine, das meint ich ja nichts mehr. Da ist alles. Ich muss PC neu starten. Mann, Martin. So, ich bin draußen. Bis später. Ich mach Battlefield. Jo, bis gleich dann.